Okay, gesagt, getan. Herzlich willkommen zu diesem Europe Calling Extra, einem Eilwebinar unter dem Motto Rettet den Green Deal. Ich würde sagen, rettet Europas Green Deal oder rettet unseren Green Deal. Denn dieser Green Deal ist nicht vom Himmel gefallen. Der ist hart erstritten worden durch den Planeten und seine Grenzen und die Klimaforschung, durch eine große soziale Bewegung weltweit und schließlich durch das Signal nach den Europawahlen, dass sich in Europa etwas ändern muss. Sicher, von Anfang an hätten wir uns eine noch höhere Ambition gewünscht. Doch das, was jetzt passiert, ist in der Tat dramatisch. Morgen stehen wir vor dem letzten Trilog im Rahmen des EU-Klimagesetzes, das festlegen soll, wie schnell die Treibhausgasemissionen der EU27 abgesenkt werden. Und leider stehen wir vor sehr schlechten Nachrichten. Die Details wird mein Kollege Micha Bloß, mit dem ich das hier organisiert habe, darstellen. Ich bin Sven Giegold, der Sprecher von Bündnis 90, die Grünen im Europaparlament. Micha Bloß, der klima- und energiepolitische Sprecher unserer Fraktion. Und wir haben großartige Gäste gewinnen können, die ebenso besorgt sind über das, was sich da zusammenbraut. Und darüber müssen wir heute reden. Wir müssen darüber reden, auch weil wir hiermit eine Verantwortung nicht nur aus ökologischen Gründen und aus sozialen Gründen haben, sondern auch, weil wir hier vor einer enormen demokratischen Verantwortung stehen. Wenn Europa diesen Ruf, gerade auch der Fridays for Future-Bewegung, aber auch der vielen Unternehmen, der vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht hört, wird demokratischer Zynismus die Konsequenz sein. Und das bedeutet, wir haben hier eine Verantwortung zu liefern. Und was wir jetzt gesehen haben, ist, nicht nur beim Klimagesetz bleiben wir hinter den Ambitionen zurück, sondern genauso ist es nicht gelungen, die gemeinsame Agrarpolitik so zu reformieren, wie das eigentlich notwendig wäre. Und es bei der nachhaltigen Finanzmarktreform, sogenannten Sustainable Finance, droht, dass nun Atomkraft und Gas, fossiles Gas wohlgemerkt, als nachhaltige Geldanlage gebrandet wird. Und wir stehen jetzt erst am Anfang der Green Deal-Gesetzgebung. Die eigentliche Arbeit kommt noch. Im Moment machen wir im Wesentlichen Entscheidungsregeln. Die wirklich schwierigen Brocken, die Auseinandersetzung mit der Automobillobby, um den CO2-Preis, um die Gebäude, um die Chemieindustrie und so weiter. Also immer dann, wenn konkrete Wirtschaftssektoren sich schneller reformieren müssen, weil wir in Europa entsprechende Gesetze machen. Diese Auseinandersetzungen kommen erst noch. Und wenn wir schon bei der Governance scheitern, also bei den Entscheidungsregeln, dann lässt das nichts Gutes ahnen für die zukünftigen Einzelregeln. Und deshalb müssen wir gemeinsam organisieren, rettet den Green Deal und die Ambition, die wir eigentlich schuldig sind. Es ist irre, wie viele sich hier angemeldet haben. Innerhalb von 7 Stunden haben sich jetzt inzwischen 1750 Personen zu diesem Webinar angemeldet. Also die sind nicht wegen uns gekommen, sondern natürlich wegen euch. Also Stefan Rahmstorf, der bekannte Klimaforscher, Maya Göpel, Beyond Ideology mit ihrem Bestseller Helena, Marshall von Fridays for Future und die bekannte Journalistin Sarah Schumann. Und natürlich wollen wir hören, was eigentlich bei den Verhandlungen los ist. Ich bitte euch, wer noch will, dass noch mehr Leute dazukommen, verbreitet gerne den Tweet, den ich gerade rausgeschickt habe, oder dichtet eigene. Dieses Webinar wird auch aufgezeichnet. Das heißt, auch weitere können sich das nachher anhören. Und wir freuen uns, wenn immer, wenn etwas Starkes gesagt wird, wenn etwas Wichtiges gesagt wird, bitte twittert, postet es auf Social Media. Dadurch gibt es noch mehr Wahrnehmung. Und es ist auch euer Webinar. Ihr werdet Inputs hören hier, aber vor allem gebt auch eure Kommentare ab, stellt eure Fragen. Unter F und A könnt ihr die einstellen und bitte gebt den besten Kommentaren ein Thumbs up, ein Like und auf die Weise kommen diejenigen zur Sprache, die die stärksten Inputs und Vorschläge machen. Und deshalb meine Bitte,
benutzt die Funktion und nutzt die auch dafür, dass hier die wichtigsten Argumente tatsächlich zur Sprache kommen. Und ich bedanke mich schon mal vorab ganz herzlich bei unseren Teams, die in den letzten Stunden Irres geleistet haben, damit das hier überhaupt möglich war. So, und damit wir direkt wissen, worüber wir sprechen, gebe ich zuerst das Wort an Professor Dr. Stefan Rahmsdorf. Er ist Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und wir wollen von ihm hören, was steht auf dem Spiel, wo stehen wir jetzt, wie ist das zu bewerten. Stefan Rahmsdorf hat eine besondere Anstrengung gemacht, um hier dabei sein zu können. Ich danke ihm dafür, weil er nämlich eigentlich derzeit auch noch wichtige Dinge vorzubereiten hat an seinem Institut. Danke, Stefan. Bitte. Ja, gerne und schönen guten Abend allerseits. Ich möchte auch hier eine Folie zeigen. Ich hoffe, die kann man jetzt sehen. Und zunächst mal ist, seit die EU-Kommission ihren Vorschlag im letzten Jahr gemacht hat, das internationale Umfeld ja durchaus wesentlich besser geworden, vor allem natürlich durch die Abwahl von Trump und die Wahl von Joe Biden. Und gerade am Samstag haben der Klimazar, wie Sie es so schön nennen, der USA, John Kerry und sein chinesischer Kollege Xi Zhenhua ein Statement abgegeben, wo sie nochmal bekräftigt haben, dass sie hinter dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens stehen und dafür sorgen wollen, mit verstärkten Anstrengungen, dass dieses Ziel tatsächlich in Reichweite bleibt. Und dazu möchte ich kurz etwas sagen, weil es gibt ja auch immer mal wieder Diskussionen, auch letzte Woche wieder wegen einem australischen Bericht vom Climate Council in Australien, die Frage darüber, ob es überhaupt noch möglich ist, die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Viele Menschen sind da natürlich berechtigt pessimistisch, was den politischen Willen angeht, ob die Politik die Kraft hat, das zu schaffen. Aber darum ging es gar nicht in dem Bericht des Climate Council, sondern dort wurde behauptet, selbst wenn wir die Emissionen bis 2040 weltweit auf Null herunterfahren würden, selbst dann würde die 1,5-Grad-Grenze gerissen. Das ist nach meiner Überzeugung einfach falsch. Es gibt auch ein schönes Rebuttal von Climate Analytics im Netz, wo die es auf 10 Seiten zerpflücken. Und die Argumente dafür, die der Climate Council gebracht hat, sind zum Glück leider überhaupt nicht stichhaltig. Ich habe hier mal die Daten aufgemalt, die globale Temperaturentwicklung der letzten 50 Jahre. Und wir sehen, dass die im Wesentlichen einem linearen Trend folgt. Und der folgt aus den ständig wachsenden Emissionen. Das ist also das Resultat ständig wachsender Emissionen. Und wenn wir so weitermachen würden mit weiter ständig wachsenden Emissionen, würde sich dieser Trend so in etwa fortsetzen. Und wir würden im Jahr 2040 etwa die 1,5-Grad-Grenze reißen. Wenn wir natürlich in den nächsten 10 Jahren die Emissionen halbieren, wie es der Weltklimarat gesagt hat, was nötig ist für die Paris-Ziele, für die 1,5 Grad, dann würde die Kurve hier nicht dem linearen Trend folgen, sondern allmählich sich nach unten biegen und wenn wir die Null-Emissionen erreichen, im Wesentlichen horizontal werden. Und das ist durchaus unter der 1,5-Grad-Grenze noch zu schaffen. Der Climate Council hatte unter anderem argumentiert, dass hier zuletzt eine Beschleunigung der Erwärmung zu sehen sei. Das ist aber genauso wenig signifikant wie die Leute, die hier in den ersten 10 Jahren des Jahrhunderts behauptet haben, die globale Erwärmung mache Pause oder hätte sich abgeflacht. Das ist alles im Rauschen der natürlichen Schwankungen. Hier waren einfach gerade 2 El Niño-Ereignisse hintereinander, die die Temperaturen vorübergehend hochgepusht haben. Das ist jetzt wieder vorbei. Im Moment liegen wir wieder unter dieser Langzeittrendlinie. Man darf eben diese Schwankungen um den Langzeittrend herum nicht verwechseln mit signifikanten Veränderungen in der Klimaentwicklung. Also die gute Nachricht ist, die 1,5 Grad sind noch möglich. Und es wird ja auch erwartet, dass der amerikanische Präsident Biden am Donnerstag Ziele für die USA verkünden wird. Laut Washington Post wird etwa 50% Minderung relativ zu 2005 erwartet.
Jetzt zu dem, was nötig wäre für die globalen Emissionen, um 1,5 Grad einzuhalten. Diese drei durchgezogenen Linien zeigen das Emissionsbudget jeweils für 50% Wahrscheinlichkeit unter 1,5 Grad zu bleiben. Das ist also dann eben keineswegs so, dass man mit Sicherheit drunter bleibt, aber da ist man mit 50-50 leicht drüber, vielleicht ein, zwei Zehntel oder auch leicht drunter, wenn man Glück hat. Diese Kurven haben alle dasselbe Resultat, weil sie dasselbe Emissionsbudget haben, das heißt dieselbe Fläche unter den Kurven. Die grüne Kurve ist passé, das ist, wenn man 2016 nach Abschluss des Pariser Abkommens angefangen hätte, die Emissionen zu mindern, dann hätte man noch fast bis 2050 auf null zu kommen Zeit gehabt. Hier bin ich jetzt davon ausgegangen, jetzt sind wir hier 2021, dass der Corona-Zacken nur vorübergehend ist, dass wir wieder auf dem Niveau von 2019 starten und dann müsste die Welt eben die Emissionen bis so kurz nach 2040 auf Null bringen und eben bis 2030 halbieren. Das, was die EU jetzt vorschlägt, das sind ja 55% relativ zu 1990 und das ist im Vergleich zu wo die EU heute steht, sind es nach meiner kurzen Abschätzung deutlich weniger als 40% Minderung. Und ist praktisch dann weniger als das, was die Welt als Ganzes jetzt noch schaffen muss bis 2030. Das wäre jetzt ein sehr simpler Grund, um zu sagen, es ist ungenügend. Ich habe im vergangenen Oktober einen Spiegelkommentar zu diesem Ziel der EU-Kommission geschrieben, wo ich das noch ein bisschen näher erläutert habe, was für unterschiedliche Klimagerechtigkeitsprinzipien man anwenden kann. Natürlich heißt Klimagerechtigkeit, dass die reichen Industrieländer schneller reduzieren müssen als der Weltdurchschnitt. Und ich habe damals eben auch schon geschrieben, das ist nicht 1,5 Grad kompatibel, was die EU-Kommission dort plant. Insbesondere sind in den 55% Minderung ja auch noch sogenannte Senken mit eingerechnet, also die Annahme, dass die Wälder zuwachsen werden, bis 2030, also dass wir mehr Wald bekommen. Wir haben gesehen, was die Dürrejahre mit dem deutschen Wald gemacht haben in den letzten Jahren. Es ist aus meiner Sicht, eben nicht seriös, hier von einem solchen Waldzuwachs auszugehen und das gegenzurechnen gegen Kohle, die man verbrennt. Die Kohle, die im Boden bleibt, die ist dort sicher verschlossen. Der Kohlenstoff, der in Bäumen ist, ist dort keineswegs sicher. Er ist anfällig für Dürre, für Borkenkäfer, für Brände. Das haben wir alles in den letzten Jahren gesehen. Dort im Wald ist der Kohlenstoff eben nicht sicher gespeichert und deswegen sollte man das nicht gegenrechnen. Von daher halte ich das Ziel des Europaparlaments, was beschlossen wurde, nämlich 60% Minderung ohne irgendwelche fragwürdigen Senkenrechnungen für das richtige Ziel. Und das möchte ich hiermit nochmal nachdrücklich unterstützen. Und ich bedanke mich und entschuldige mich auch gleich, dass ich mich tatsächlich jetzt aus diesem spannenden Webinar ausklinken muss, weil ich noch einen sehr arbeitsreichen Abend vor mir habe. Vielen Dank. Danke, Stefan, und alles Gute für eure Evaluierung. Und ansonsten übergebe ich jetzt direkt das Wort an Micha Bloß, der grüne Verhandlungsführer zum Klimagesetz. Was ist los im Trilog? Was wird da getrieben? Was kommt da morgen auf uns zu? Micha. Genau, vielen Dank, Sven, und hallo in die Runde. Es ist ja wirklich toll, dass es so eine große Runde ist. Und es ist ja leider so, dass es wirklich ein Emergency-Meeting ist. Also wir treffen uns, weil morgen das Klimaschutzgesetz in Europa wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich zu Ende verhandelt wird. Und es sieht nicht gut aus, was dabei rauskommt. Also der Stefan hat es ja gerade gesagt, das Europaparlament hat richtig vorgelegt. Wir haben ein Klimaschutzgesetz beschlossen mit unglaublich vielen Dingen da drinnen, die wir brauchen, um in der Zukunft wirklich effektiven und ambitionierten Klimaschutz machen zu können. Wir haben ein CO2-Budget als Europaparlament fordern wir. Wir fordern einen wissenschaftlichen Klimarat, das Ende der fossilen Subventionen.
Das sind immerhin 137 Milliarden Euro jährlich in Europa. Und das Recht auf Klimaschutz für jeden Einzelnen und jede Einzelne und für auch Organisationen. Und eben dieses 60% Klimaziel, also 60% weniger CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030. Und morgen werden wir davon wahrscheinlich sehr wenig durchbekommen. Also gerade was die Subventionen angeht, nichts. Gerade was das Recht auf Klimaschutz angeht, nichts. Und bei diesem zentralen Punkt, dem Klimaziel 60%, dort bewegt sich eben der Rat überhaupt nicht, die Mitgliedstaaten überhaupt nicht. Aber wir haben auch ein Problem, denn auch im Parlament wird es jetzt bröcklich. Warum? Eben weil dieser Biden-Summit ansteht am Donnerstag und dort die Staats- und Regierungschefs Druck machen. Macron macht Druck auf die Liberalen im Europaparlament, dass sie da jetzt nachgeben sollen. Und wo wir dann am Ende rauskommen, ist eben ein effektives Klimaziel von nur 52,8%. Also ne, wir wissen, wir brauchen eigentlich ungefähr mindestens 65% CO2-Reduktion, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das Parlament hat jetzt 60 sich darauf geeinigt. Die Kommission hat gesagt 55% und jetzt kommen wir bei 52,8 raus. Und es wird immer weniger. Und das sieht man ja eben auch, Sven, du hast es gesagt, bei der Landwirtschaft und bei der Taxonomie, dass diese große Idee vom Green Deal, die uns nach vorne bringen soll, dass die abgeschichtet wird und eigentlich da nichts mehr rauskommt. Und deswegen sagen wir heute Abend Save the Green Deal. Wir müssen uns gemeinsam überlegen, wie kriegen wir das jetzt noch hin? Denn diese Idee, die wurde erkämpft und die müssen wir behalten. Warum ist das europäische Klimaziel wichtig? Das ist wichtig, weil es die zentrale Koordinate ist im europäischen Klimaschutzgesetz. Wenn wir uns jetzt darauf einigen, dass wir 52,8% weniger CO2-Emissionen haben, dann bedeutet das, dass die ganzen Gesetze, die wir später verabschieden, in Richtung zum Beispiel einem höheren Preis für CO2, zum Beispiel, dass wir das Ende des Verbrennungsmotors bis zum Jahr 2030 fordern, zum Beispiel, dass wir 100% erneuerbare Energien fordern, aber auch, dass die Mitgliedstaaten, dass Deutschland sein eigenes Klimaziel anheben muss, das alles sozusagen orientiert sich an diesem 52,8% und hier wird abgeschichtet. Das heißt, im Juni, wenn die Kommission ihr riesengroßes Gesetzpaket vorlegen möchte, wo da eben drin ist, der europäische CO2-Emissionshandel, wo es darum geht, wie viel kostet es, Unternehmen CO2 auszustoßen, wie hoch ist der CO2-Preis. Da müssen wir ran, denn die Frage eben bei dieser, die CO2-Standards für Autos, also wie viel CO2 dürfen Autos noch ausstoßen, kommt auch im Juni. Auch die erneuerbaren Energienrichtlinie, die kommt im Juni und die müssen wir jetzt noch retten. So, wir schichten jetzt gerade ab, aber wir brauchen trotzdem sozusagen die Kraft der Bewegung und unsere Kraft zusammen, dass wir auf dieses Ziel gucken, auf dieses Juni-Paket und dort was richtig Gutes hinbekommen. Wenigstens, dass die Kommission das vorlegt und dass wir später dann in den Verhandlungen dort auch stark bleiben. Und deswegen jetzt dieses Emergency-Meeting und auch, um uns auszutauschen, um wie können wir denn diesen Green Deal noch retten, denn wir brauchen ihn. Und ja, es gibt verschiedenste Ansätze, wie wir ihn retten können. Ich habe ein paar skizziert. Die politischen Verhältnisse müssen sich natürlich ändern. Aber da bin ich wirklich auch gespannt auf die Debatte und die Ideen von euch, was wir jetzt noch tun können. Und damit gebe ich die Frage gleich weiter an Helena von Fridays for Future. Ich meine, ihr habt ja mit der Klimawahl, ihr habt die Europawahl zur Klimawahl gemacht und in ganz Europa mobilisiert und dadurch auch den Green Deal ermöglicht politisch. Wie siehst du jetzt diese Entwicklung in Europa und wie siehst du das Klimaschutzgesetz und insgesamt, wie seht ihr und was wollt ihr da machen? Wie geht ihr damit um? Ja, also wir sind ja jetzt im März auf die Straße gegangen, Corona-bedingt mit auch kleineren Aktionen und Bildern unter dem Motto No More Empty Promises. Und bei mir ist leider gerade die Angst, dass das so ein bisschen unser Motto wird fürs nächste Jahr, was wir uns eigentlich gar nicht leisten können. Also Mai 2019 standen wir vor der Europawahl und haben halt gesagt, Klima muss zum wahlentscheidenden Thema werden. Dieses Europaparlament ist eben das, was noch die nötigen und die
ja, die nötigen Schritte unternehmen kann, um eben irgendwie die Klimakrise aufzuhalten, um 1,5 Grad einzuhalten und um uns eine lebenswerte Zukunft zu bieten. Weil ich glaube, für ganz viele junge Menschen und auch für mich war es vor allem am Anfang ganz viel Angst, was uns auf die Straße getrieben hat, eben Angst vor der Klimakrise und davor, wie die Welt aussieht, wenn wir das irgendwie nicht hinbekommen. Und auch natürlich ganz viel irgendwie Frustration und auch gegenüber unseren Regierungen und Entscheidungsträgerinnen. Und dann wurde irgendwie dieses Parlament gewählt und wir haben wieder ganz, ganz viele Versprechen gehört, irgendwie, dass auch irgendwie uns wurde gedankt irgendwie, wir wurden gelobt, irgendwie immer ganz komische Sache. Und es wurden irgendwie große Versprechen gemacht für diese Legislatur und auch für das Green New Deal. Und jetzt haben wir es auch wieder erneut gehört und Corona sagt irgendwie Frau von der Leyen, dass das irgendwie der Motor für unsere Recovery wird und so weiter. Und gleichzeitig irgendwie werden dann diese unzureichenden Ziele beschlossen. Und das ist irgendwie auch das Schwierige, weil wir irgendwie immer fast die richtigen Sachen hören, die aus irgendwie dem Mund von Menschen kommen und von Entscheidungsträgerinnen. Es hört sich irgendwie so gut an, aber letztendlich wissen wir ja, dass irgendwie durch Sprechen eben kein CO2 reduziert wird, sondern eben durch die Gesetze und durch das Handeln, was am Ende getätigt wird. Und das ist natürlich besonders erschütternd zu sehen, wie dieser, wo eigentlich sowieso schon die ganze Zeit ein bisschen Schummlerei dabei war, also gegenüber 1990 zu reduzieren, dadurch macht uns natürlich sich sowieso schon leichter, weil wir wissen, dass schon teilweise die Emissionen reduziert wurden, irgendwie in diesem Zeitraum bis jetzt. Also eigentlich waren das ja sowieso nie 60, was das Parlament beschlossen hat, ab jetzt. Es waren auch nie 55, was dann die Kommission irgendwie sich entschieden hat. Und das jetzt noch weiter zu reduzieren, ist realitätsfern. Es ist an den gesellschaftlichen Verhältnissen, die wir mit als Fridays for Future natürlich irgendwie sichtbar gemacht haben, vorbei. Es ist an den wissenschaftlichen Realitäten vorbei. Und es ist einfach quasi nicht mehr tragbar in diesem Moment. Und da wissen wir ja natürlich ganz genau, wer da auch in der deutschen Bundesregierung gerade eine Riesenrolle spielt, damit diese Ziele nochmal zu verschleppen, zu vermindern. Das ist ein Andi Scheuer, der natürlich keinen Bock hat auf irgendwie weitere Verordnungen im Verkehrsbereich. Das ist ein Peter Altmaier, der natürlich keinen Bock hat auf einen stärkeren CO2-Preis, weil das natürlich Entscheidungen sind, die bedeuten, dass Veränderung passiert. Dass irgendwie Veränderung passieren wird, passieren muss, dass sich unser Leben verändern wird und dass wir auf Profite vielleicht sogar verzichten müssen, dass wir gegen Industrien handeln müssen für irgendwie Menschen und das natürlich irgendwie, ja, das wird von Menschen nicht gewollt und dass die sich durchsetzen können, ist für mich super, super frustrierend und beängstigend zu sehen. Ja, vielen Dank, Helena. Genau, du sagst es, das muss man vielleicht auch nochmal betonen, in diesem europäischen Gesetzgebungsprozess, da ist es eben das Parlament und die Mitgliedstaaten, die dann am Ende das Gesetz beschließen. Und auf der Seite der Mitgliedstaaten, da ist Deutschland natürlich der stärkste Player. Und du sagst es, das Umweltministerium würde das vielleicht noch ambitioniertere Ziele zulassen. Aber gerade das Verkehrsministerium, das Wirtschaftsministerium, Andi Scheuer und Peter Altmaier, die blockieren dort und legen ihr Veto ein und wollen nicht mehr als diese 52,8%. Und das ist eigentlich ein Riesenskandal, gerade eben auch, weil die Union ja auch sagt, dass sie irgendwie Klimaschutz ernster nehmen möchte. Nur so viel dazu. Maya Göppel, du bist... Ich retweete in letzter Zeit immer eine Rede von dir. Da sagst du ganz toll, wie diese Irreversibilität dieser ganzen Klimakrise ist und dass wir das endlich mal verstehen müssen. Und du verstehst es nicht, dass die Leute nicht verstehen. Wie bekommen wir das hin, dass diese Klimakrise besser verstanden wird? Und wie siehst du die Entwicklungen in Europa gerade? Und ja, was denkst du, was können wir jetzt tun? Lieber Michael, lieber Sven, vielen Dank für den Anruf heute irgendwann. Genau passend in der Kaffeepause. Also ich versuche nochmal einmal mit der Irreversibilität. Mir ist natürlich aufgefallen, dass das irgendwo momentan häufiger erscheint. Ich hoffe noch weiterhin und ich nehme das auch tatsächlich in meinem Alltag wahr und auch in meinen ganzen Gesprächen mit Journalisten versuche ich das immer und immer und immer wieder nach vorne zu stellen, dass wir ja eigentlich mit der Corona-Krise ein Teach-In bekommen haben, was die ganze Idee von Flatten the Curve
und von exponentiellem Wachstum und von Runaway-Effekten eigentlich ist, nur eben zusammengeschrumpft auf lokale Geschehen, die dann natürlich auch sich international wieder vernetzen, Thema Reiseverbote und wo kommen die Mutationen her. Aber wir natürlich das sehr viel Zeit zusammengeschrumpfter und lokaler beobachten können. Also das Infektionsgeschehen ist ja etwas Ähnliches wie das CO2-Geschehen sozusagen. Nur mit dem ganz, ganz signifikanten Unterschied, dass wir natürlich gegen die Klimaveränderung keinen Impfstoff haben. Und genau die Denke, mit dem wir suchen nach einer Silver Bullet, um ein Symptom zu bekämpfen oder eben eine Krankheit zu bekämpfen, kennen wir natürlich auch aus der ganzen Klimageschichte. Da war ja immer die Suche nach der Technologie und jetzt haben wir es gerade mit dem Wasserstoff ja wieder gefunden. Die Digitalisierung und der Wasserstoff machen das jetzt ja alles heile. Und ich glaube, dass das einfach ganz wichtig ist, dagegen zu halten und zu sagen, nein, wir haben angefangen, systemisch wahrzunehmen, wie die Dinge auch zusammenhängen. Und gerade heute hatten wir auch wieder Diskussionen, wie wichtig das auch immer und immer, immer wieder ist, nicht die Klimafrage und die CO2-Frage separiert von den anderen ökologischen Herausforderungen zu betrachten. Wir können nicht nur auf CO2 schielen und damit die ganze Biodiversität und das Wasser etc. daneben vergessen. Das sind ja alles integrierte Schaltkreisläufe, wenn man es jetzt mal ein bisschen mechanisch ausdrücken möchte, die da in diesem Bioreaktor Erde für uns angelegt sind. Und wenn wir die einmal eben ins sogenannte Kippen gebracht haben, in ihren Rückkopplungsschleifen, dieses ja wieder balancieren, regenerieren, stabilisieren, mit bestimmten Puffern ja auch ausgestattet haben, hat Stefan ja auch gezeigt, also die Absorptionsfähigkeiten sind ja genauso wichtig, Thema Nature-Based Solutions und ein Wiederaufbauen auch der Absorptionsfähigkeit in den natürlichen Systemen, nicht nur wieder auf ein Geoengineering, was wir in den Klimamodellen ja schön eingebaut haben, hinhoffen, sondern sagen, hey, wir haben doch viele von den Lösungen eigentlich da, wir sollten aufhören, sie kaputt zu machen. Und das ist, fand ich, eben das Großartige an dem Green Deal, dass er wirklich versucht hat, diese unterschiedlichen Dinge zusammenzudenken. Also wir hatten ja neben der Klima- und Dekarbonisierungsstrategie tatsächlich auch die Circular Economy. Und in all den Klimamodellen vorher und Hochrechnungen auch der EU wurde sehr deutlich, dass du das eine fast nicht ohne das andere schaffst. Und wenn wir dann die Biodiversität, Landnutzungsfragen anschauen, kommen wir natürlich auch, wenn wir richtig Schlaues angehen, zu sowas wie Multisolving. Und das sind halt einfach die Dinge, die ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, immer wieder nach vorne zu tragen, weil wir natürlich das Problem haben in den Fahrtabhängigkeiten, einmal Infrastruktur und die eingebauten Interessen. Das sehen wir ja bei den Ministerien, die eben genannt wurden, sehr deutlich, wer da momentan auch stärker am Tisch sitzt durch diese Corona-Krise als an anderen Zeiten. Also die demokratische Rückbindung politischer, exekutiver Entscheidungen ist ja momentan überhaupt nicht so gegeben wie vor Corona. Das ist wichtig festzuhalten. Und es als ein Stück weit auch eine Hoffnung mitzunehmen. Also für mich ist ja auch die Biden-Geschichte gerade wahnsinnig relevant, sich klarzumachen, dass Wahlen entscheidend sein können. Fundamental entscheidend für eine Zukunft eines Landes. Und das nicht zu vergessen bei all dem Ohnmachtsgefühl, was sich jetzt breit macht. Und das mitzunehmen, weil wirklich diese Fahrtabhängigkeiten natürlich nur geknackt werden können, wenn wir tatsächlich die Regeln verändern. Für mich ein ganz wichtiger Punkt neben der Infrastruktur sind natürlich ja die ökonomischen Interessen. Also wie schaffen wir das? Und da gibt es noch unterschiedliche Ansätze. Wir haben das mit der CAP jetzt nicht so hingekriegt, wie wir es gerne gehabt hätten. Das wäre auch schon ziemlich gut gewesen. Wir streiten ja zumindest noch so ein bisschen auf der nationalen Ebene über die Verwendung. Aber immerhin sind solche Diskurse und sind das Gupta-Berichte mit der Einladung der Ökonominnen und Ökonomen wirklich fundamentaler darüber nachzudenken, wo findet heute eigentlich Wertschöpfung statt und wie sollte Wertschätzung dort auch zurückgebracht werden und wo müssen wir vielleicht mal was in Ruhe lassen, damit diese Form von Wertschöpfung weiter passieren kann. Und deshalb ja das Drehen im Grunde genommen, wie wir auf das schauen, was wir auch schon haben. Weil die große Angst bei der Politik ist ja immer, dass sie etwas, was kurzfristig schlechter ist, verantworten müssen. Und deshalb ist es so wichtig, die sogenannten Key-Performance-Indikatoren zu drehen. Und deshalb habe ich auch immer sehr stark mich eingesetzt, zu sagen, es ist ein sozial-grüner Deal, der notwendig ist. Und ich glaube, dass wir auch mit der Corona-Krise wirklich sehr gut wahrnehmen konnten, wie viele Berufsbilder und wie viele Tätigkeiten in unserer Gesellschaft, die unheimlich wenig materiellen Fußabdruck oder ökologischen Fußabdruck haben, zu unheimlich viel Wohlergehen beitragen können. Inklusive solcher Fragen wie Zeitwohlstand, die uns dann auch ganz andere Konsummuster erlauben würden, weil wir nicht immer nur on the fly schnell noch hier was mitnehmen und da was mitnehmen und dann gestresst irgendwelche Coping-Strategien verfolgen. Das heißt, es wirklich als eine Wellbeing-Agenda auch zu verstehen und wirklich zu sagen, die Gesundheit, und deswegen finde ich die ganze Agenda mit Planetary Health so wahnsinnig wichtig und freue mich, dass eben ganz ungewöhnliche Player jetzt aufs Feld kommen mit den Berufsbildern aus Ärzteschaft, Pflege, Gesundheitsvorsorge, die wirklich ja sehr deutlich, ich finde den WTO
nicht WTO, Entschuldigung, Welthandelsorganisation nicht, sondern World Health Organization, WHO-Chef ja unheimlich deutlich, indem lasst uns lebendige Systeme in ihrer Gesundheit erhalten und wieder stärken. Und deshalb als letztes sind ja diese mentalen Infrastrukturen einfach so wichtig. Und da an dem Green Deal festzuhalten, weil wir ja hier in Deutschland häufig wieder die sehr sektorale Debatte dann zum Teil haben, zu sagen, es braucht aber dieses übergeordnete andere Fortschrittsmodell, was wir beschrieben haben. Ob man das jetzt als ein Wachstumsmodell beschreiben möchte oder ob man das lieber dann als ein Wohlfahrtsmodell oder eine Wellbeing Economy schreiben möchte, sei dahingenommen. Aber wirklich stark zu machen, wenn wir uns nicht nur auf die Natur, sondern auf die Prozesse, in denen Menschen involviert sind, um das an Werten zu schöpfen, von denen wir ganz deutlich gesehen haben, dass sie eigentlich den Zusammenhalt der Gesellschaft, das Wohlergehen, die Sicherheit und die Gesundheit, also all die Dinge, die die Glücks- und Wohlergehenforschung zeigt, die Fundamente für Lebensqualität ausmachen, inklusive einer sicheren Behausung, dann haben wir natürlich wirklich nochmal eine andere Form, die Dinge zusammenzubringen. Und es ist so, so wichtig, dagegen anzugehen, immer wieder das gegen auseinanderspielen und diese versimplifizierten Modelle, die jetzt wieder aus einigen ökonomischen Institutionen rauspoltern, die sagen, wir brauchen ganz viel Wirtschaftswachstum, damit wir die soziale Frage überhaupt hinkriegen. Also erstens möchte ich die ethischen Grundlagen und Wertentscheidungen sehen, die hinter so einer Cost-Benefit-Analyse liegen. Du kannst natürlich aus dem Bestand auch besser teilen und für mehr Inklusion sorgen. Da muss nicht erst wieder der Kuchen wachsen. Das ist einfach eine ethische und eine soziale Wertentscheidung, die da ganz oft in ökonomischen Modellen eingebaut ist. Inklusive, und das hat Stefan klar gemacht, der gesellschaftlichen Risikoentscheidungen, die wir treffen wollen. Und das sind dann die Themen mit der Diskontrate im Stern Report und so weiter. Und deshalb freue ich mich jetzt, wenn Sarah noch reingeht, um zu zeigen, wie wir in dem Kurs, und Diskurs ist viel, viel, viel Arbeit. Ich habe auch den Eindruck, man muss manchmal so jede einzelne Person quasi einladen, sich einmal darauf einzulassen, das Systemische zu sehen. Aber mir macht das Mut. Also ich kriege gerade so viele Zuschriften aus der Wirtschaft. Wir sehen die Verbände sich bröckeln und spalten. Wir haben nicht mehr dieses monolithische, die Wirtschaft, die Bauern, die dies, die Autoindustrie, sondern es ist Bewegung drin. Und wie schaffen wir das, die Pioniere derjenigen, die etwas auch nutzen wollen als Fortschrittsagenda, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, sie endlich aus der Nische kommen können, auch mit ihren Silver Bullets, mit ihren Technologien. Wie kriegen wir das gedreht? Wie kriegen wir diese Koalition über die typischen Lagerkämpfe hinweg oder Staat versus Markt oder NGOs und Wissenschaft und die dürfen nicht zusammen und das sind Aktivisten und nicht, sondern wirklich einfach die Like-Mindeds, die dann in unterschiedlichen Bereichen mit ihrer Form etwas beisteuern zu können, sehr gut auch zusammenzuarbeiten. Und da möchte ich weiterdenken und ich nicht aufgeben. Also Sachen wie Value Balancing, Accounting, das läuft alles noch im Hintergrund und das wären richtig große Hebel, um auch wirklich zu sagen, was wirtschaftlich ist. Und wie das abgebildet wird, sogar im Kerngeschäftsmodell, muss sich ändern. Nicht nur Reporting um die finanziellen Returns herum. Also da ist noch einiges in der Pipeline, glaube ich. Und wie du sagtest, müssen wir jetzt einfach dranbleiben und immer wieder diese Geschichte drehen. Sie wird in weiten Teilen der Bevölkerung nicht mehr geglaubt. Und je deutlicher das eine Politik spürt, umso mehr wird die Besitzstandswahrung A sichtbar und B ist peinlich, zunehmend peinlich, solche verkürzten Floskeln auch öffentlich vor sich herzutragen. Vielen Dank. Also du hast mir jetzt auch selber nochmal Mut gegeben. Das heißt, wenn ich morgen in die Verhandlungen reingehe und vielleicht kommt da nicht das raus, was ich glaube, was notwendig ist, danach geht es einfach weiter. Und danach auch, wenigstens habe ich das jetzt von dir mitgenommen, vielleicht nochmal stärker über diesen Green Deal als wirklich als gesamtgesellschaftliches, gesamtökosystemisches Idee von Veränderung zu reden und nicht immer nur sozusagen über CO2-Minderung, sondern was das eigentlich auch bedeutet insgesamt für unsere Gesellschaft. Green Social Deal. Nicht genau. Vergessen. Also eher so was, an was wir als Green Deal sozusagen aus den USA kennen. Sarah, du hast ja auch schon gerade den Ball zugespielt bekommen. Die Frage, wie wir eigentlich über die Klimakrise berichten, wie wir den Diskurs drehen, das beschäftigt dich und ich sehe dich da auch immer unglaublich aktiv dazu. Wie kriegen wir das hin? Vielleicht kommt von dir jetzt auch nochmal eine Botschaft, mal sehen, in welche Richtung, ob sie eher so ist, das ist ganz schön viel oder wir kriegen da gerade was hin, ich bin gespannt. Wahrscheinlich beides. Also es ist natürlich ziemlich... Hört man mich schon? Ja.
Okay, sehr gut. Genau, also es ist beides. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und was ich auch immer sage, ist, mir ist es ja ehrlich gesagt leider auch noch gar nicht so lange bewusst, wie viel das ist und wie groß das ist und wie wenig Zeit wir dafür haben. Und das wäre jetzt praktisch auch mal meine Problemanalyse. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie wir das lösen, aber ich sehe drei extrem zentrale Missverständnisse, die ich ziemlich spät kapiert habe und wo ich behaupten würde, das auch bei sehr vielen anderen Leuten zu sehen, dass da irgendwie noch nicht ganz, ganz klar ist, wie groß dieses Problem ist. Also das erste Missverständnis, was ich sehe, ist, dass die Klimakrise irgendwie immer noch so ein politisches Problem ist, wie jedes andere auch. Also ich würde behaupten, dass ich das sowohl auf der politischen Ebene sehe, als halt auch im Journalismus, vor allem im Politikjournalismus. Also ein wesentliches Problem, das wir haben, ist, dass der Klimapolitik mit Politikjournalismus begegnet wird und nicht mit Wissenschaftsjournalismus. Denn Politikjournalismus geht erstmal davon aus, dass es praktisch zu einem Thema unterschiedliche legitime Meinungen gibt von den unterschiedlichen Parteien. Die haben dazu halt unterschiedliche Positionen und naja, irgendwo in der Mitte wird wohl halt die Wahrheit liegen und diejenigen mit den besseren Argumenten gewinnen. Und was in der Klimakrise nicht begriffen ist, ist, dass es wie Corona ein Problem ist, was naturwissenschaftliche Grundlagen hat. Und was, glaube ich, auch zum Green Deal nicht begriffen ist und zum EU Climate Law ist, dass das Parlament da Minimalforderungen stellt. Minimalforderungen, die noch sicherstellen sollen, dass wir eine halbwegs stabile, halbwegs sichere Zukunft uns ermöglichen. Und stattdessen wird es betrachtet wie etwas, einfach weil es so weit weg ist von dem, was wir bisher gemacht haben, als so, boah, so ein riesiges Ding, was man einfach runterverhandeln kann und wo man so ein bisschen was wegnehmen kann und dann wird das schon auch gut werden. Und ich glaube, da ist auch ein zentrales Problem, das bis heute absolut nicht begriffen ist in der Breite, was der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad ist. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich dachte irgendwie sehr lange, dass so 1,5 wohl irgendwie gut ist und so deutlich unter 2 dann irgendwie immer noch ganz okay, weil wir reden ja auch die ganze Zeit darüber, dass wir sonst irgendwo bei 3, 4 oder mehr Grad rauskommen. Und wenn wir da so entspannt drüber reden, dachte ich, naja, dann kann das ja nicht so, also nicht so verdammt schlimm sein, oder? Und mir ist halt erst in den letzten Monaten klar geworden, und auch da vermute ich, dass das vielen Leuten nicht klar ist, dass 1,5 Grad nichts Gutes ist, dass die Auswirkungen, die wir gerade bei 1,2 Grad dramatisch sind, in vor allen Dingen sehr vielen anderen Ländern, aber auch in Deutschland. Also 1,2 Grad hat uns die letzten 3 Jahre Dürren mit Ernteausfälle beschert, hat uns ein Waldsterben beschert, was wir so noch nicht gesehen haben und was, glaube ich, auch immer noch nicht begriffen ist, wie dramatisch das ist und was für dramatische Folgen das für alle von uns hat. Dass in Brandenburg gerade Seen austrocknen und dass diese gesamten Entwicklungen ja exponentiell laufen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die nicht begriffen ist. Und noch eine weitere ist, wie wenig Zeit bleibt, um das zu ändern und noch effektiv abzuwenden. Diese Kurve, die Stefan Ramstorff eben erklärt hat, die habe ich davor 3 Jahre lang wahrscheinlich jeden zweiten Tag gesehen, weil ich mich davor ungefähr 3 Jahre lang schon sehr intensiv mit den ökologischen Krisen beschäftigt habe, darüber dann zur Klimakrise gekommen bin und so weiter und so fort. Und ich kannte all diese Zahlen, ich kannte all diese Graphen. Ich hatte schon mitbekommen, dass das jetzt irgendwie ambitioniert ist, dass wir irgendwie bis 2050 noch was reißen wollen. Ich habe aber nicht verstanden, was diese Halbierung der Emissionen bis 2030 wirklich effektiv bedeutet. Und ich glaube, damit bin ich auch nicht die Einzige. Und zwar bedeutet das, dass wir einen wahnsinnigen Teil dieser Transformation, die wir vor uns haben, in 10 Jahren geschafft haben müssen. Also das ist ja auch was, was immer wieder versucht wird zu erklären. Ne? Diese 7%, die wir jetzt gerade 2020 mit Corona reduziert haben, das müssen wir jetzt jedes Jahr. Das müssen wir jedes Jahr gesteuert. Und ja, da ist halt wirklich die Parlamentsforderung halt eine Minimalforderung, um da ranzukommen. Das ist jetzt nichts Übertriebenes, nichts wahnsinnig Ausgedachtes, sondern genau, es verzahnt halt eigentlich endlich Sachen, die zusammengehören und die man alle braucht, um dieses komplexe Problem zu schaffen und noch zu lösen. Und genau, das wären jetzt auf jeden Fall so 3 große Missverständnisse, die ich sehe und die man aufklären muss. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, bevor die nicht aufgeklärt sind, ja, wird sehr, sehr, sehr schwierig sein, da irgendwie vor mir zu kommen. Was mir allerdings Hoffnung macht, ist tatsächlich, auch wie Maya Göppe gerade gesagt hat, dass die Corona-Krise uns das alles irgendwie mehr verdeutlicht hat. Also ich glaube, was sehr, sehr, sehr viele Menschen schmerzhaft lernen mussten in den letzten Monaten ist,
nur weil irgendwas wissenschaftlich klar ist und irgendwo die Fakten klar sind und wir wissen, wie wir handeln müssten, heißt es noch lange nicht, dass die Politik das tut. Und ich glaube, das können sich oder konnten sich vorher auch sehr viele Menschen nicht vorstellen, auch inklusive mir. Also ich habe ein sehr großes Urvertrauen in die parlamentarische Demokratie und ich habe das auch weiterhin, weil ich, wie gesagt, vielleicht auch naiv bin zu glauben, dass das immer noch alles ein großes Missverständnis ist. Aber ich glaube, es ist sehr gut, dass man das einmal gesehen hat und dass man auch mit Corona einmal gesehen hat, große Veränderungen sind möglich, wenn man sie dann möchte. Und dass man so ein bisschen mehr versteht, was ein Problem, was einen naturwissenschaftlichen Ursprung hat, sowohl gesellschaftlich bedeutet, als auch dafür, wie man politisch oder, natürlich politisch, aber auch journalistisch damit umgehen muss. Also, dass es halt nichts ist, wo man einfach mal eine Meinung haben kann und dass Henrik Streeck nicht mehr Recht hat, nur weil man ihn wieder und wieder und wieder und wieder und wieder in Talkshows einlädt. Das Gleiche kann man halt sehr gut auf die Klimakrise anwenden und ich glaube, dass das jetzt alles auch gesellschaftlich mehr gesehen und mehr verstanden wird, könnte dazu führen, dass es sich da irgendwie demnächst ein paar Knoten lösen in der Klimakrise. Sven, du musst dich entstummen. Aber ist dann auch wieder wahr. Dankeschön. Das ist schon dramatisch, aber wenn ich es mal versuche, ein Zwischenfazit zu ziehen, während Amerika seine Klimaambitionen in den letzten Monaten hochgefahren hat, ist Europa dabei, mit der Corona-Krise seine Klimaambitionen abzusenken, geschweige denn zu machen, was Wissenschaft und Fridays for Future und ich sage mal Sarah Schumann und Maya Göpel auch sagen. Ja? Das ist schon dramatisch. Und eine Frage, die ich gerne noch mal zurückspielen würde an dich, Helena, bevor ich auf die Fragen des Publikums komme. Euch ist es ja gelungen, das zu schaffen, was uns nicht gelungen ist. Also ich sehe das immer auch als generationelle in der Jugendumweltbewegung, wo ich mal aufgewachsen bin, wir haben auch schon vom Klimawandel geredet. Wir haben das aber nicht geschafft, was ihr geschafft habt. Ihr habt das geschafft, die öffentliche Meinung in Europa zu drehen. Ihr wart zwar nicht einverstanden mit dem, was dann passiert ist, weil ihr gesagt habt, mit guten Gründen, das reicht noch nicht. Aber was wir jetzt sehen ist, dass selbst das, was wir dachten, was wir jetzt erstmal erkämpft hätten, der Druck ist raus. Und sobald der Druck raus ist, sitzt Micha da mehr oder weniger alleine mit anderen, die vielleicht auch seiner Meinung waren am Anfang, aber dann schneller abbröckeln. So ist es vielleicht gerechter gesagt. Ja? Wie schaffen wir es, den Druck aufrechtzuerhalten in den nächsten 2-3 Jahren, wenn die eigentlichen harten Gesetze beschlossen werden? Maya hat natürlich recht. Das wird jetzt nicht einmal entschieden, das ist ein größerer Prozess. Aber als Europaabgeordneter sage ich nur eins, solche europäischen Gesetze, die brauchen ein paar Jahre. Die haben wir aber nicht mehr. Also wir können uns einen Fehlschuss nicht leisten. Wie kriegen wir den Druck da wieder hin? Habt ihr da eine Antwort drauf? Ich glaube ja, warum wir so viel bewegt haben, auch in den letzten 2 Jahren, ist, weil wir von Anfang an gesagt haben, dass wir es mit einem systemischen Problem zu tun haben, dass wir uns mit einer Krise hier befassen und dass es nicht irgendwie die einzelne Person ist, die nicht ihre Tupperware und ihren Jutebeutel mitgebracht hat oder das Licht abgeschaltet hat oder was auch immer, irgendwie, dass man nicht alleine schuld an der Klimakrise ist, weil das, wenn dieser Narrativ, wenn man seit Jahrzehnten hört, du verzichtest nicht genug oder du irgendwie machst die falsche Entscheidung, du bist nicht perfekt genug, dann hat man natürlich keine Lust, sich damit weiter zu befassen. Dann hat man natürlich keine Lust, irgendwie was sich weiter mit der Klimakrise zu beschäftigen, wenn es immer so ein schlechtes Gefühl für einen persönlich bedeutet, wenn es immer bedeutet, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Und ich glaube, was wir von Anfang an gesagt haben, ist so, wir sind nicht schuld an dieser Krise, sondern die Gesetzgebung, die Konzerne, die Systeme, die uns überhaupt nicht ermöglichen, irgendwie die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist irgendwie diesen Schuld. Und ich glaube, das erstmal als Voraussetzung zu haben, ist super, super wichtig. Und ich glaube, gerade das wird ja auch nochmal offensichtlicher während dieser Pandemie jetzt. Wir merken, wie Naturkatastrophen, wie systemische Probleme
ganz persönliche Auswirkungen haben können, aber gleichzeitig jetzt nicht irgendwie von alleine gelöst werden können. Und natürlich ist es irgendwie für uns gerade voll der schwere Moment als Fridays for Future. Wir können eben nicht Massen auf die Straßen gehen, schon seit einem Jahr nicht mehr. Und es bedeutet ja nicht, dass die Menschen weg sind. Also wir sehen ja irgendwie, es sind immer noch irgendwie Mehrheiten für konsequenten Klimaschutz da. Es sind immer noch, Leute haben immer noch Angst vor der Klimakrise. Leute sind immer noch bereit, dass Veränderung stattfindet. Und die sichtbar zu machen, das ist natürlich das Schwierige. Und da können wir natürlich irgendwie Schriftzüge auf die Straße malen. Wir können Sachen online machen und wir geben uns auch echt Mühe und machen irgendwie, ich bin so begeistert immer von den ganzen jungen Menschen in dieser Bewegung, die dann so kreative Lösungen haben auf diese Krise gerade und so kreative Lösungen darauf haben, wie können wir diese Leute, die ja da sind, die uns unterstützen, die uns jeden Tag fragen, okay, was können wir denn jetzt noch tun, irgendwie sichtbar zu machen? Aber letztendlich wissen wir, dass das in den nächsten Monaten einfach weiterhin nicht so einfach sein wird. Wir können natürlich irgendwie weiterhin die Kommissions- und Staatschefin und so weiter antwittern. Das hat irgendwie bei der gemeinsamen Agrarpolitik irgendwie relative Nervosität ausgelöst. Und natürlich gibt es so Sachen, aber ich kann einfach ehrlich sein, bis wir das mit Corona nicht halbwegs im Griff haben, werden wir einfach nicht in Massen auf die Straße gehen können. Und da muss ich einfach den Ball so ein bisschen zurückgeben an alle anderen, um ehrlich zu sein. Ja, ich würde diese Frage auch nochmal ausdrücklich an Maja weitergeben. Wie kann Bewegung den Druck aufrechterhalten? Wie können unsere Bündnispartner in anderen Teilen der Gesellschaft, wir haben ja auch Bündnispartner in der Wirtschaft, in Gewerkschaften, in vielen anderen Organisationen, wie können die in den Gesetzgebungsprozessen wirksamer bleiben? Und es gibt hier noch eine Frage an dich, ganz hoch gerankt, die lese ich schon mal vor, an Maja Göpel, also an dich. Wie kann die Finanzierung eines grünen Wandels im Sinne einer klimafreundlichen Transformation vom Narrativ des Wachstums und der Vollbeschäftigung entkoppelt und die sozial am stärksten Betroffenen mit abgesichert werden? Und jetzt kommt die Frage, die immer kommt. Wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen hilfreich? Liebe Maja, deine Frage. Ich habe ja noch so einen anderen Rückmeldung da drin gekriegt, dass ich wieder viel zu viel, viel zu schnell und viel zu kryptisch gesagt hätte. Und jetzt habe ich gedacht, ich versuche nochmal vielleicht 3 Leitfragen mit reinzunehmen, die mir unheimlich geholfen haben, einmal in Interaktion mit Journalistinnen auch, aber tatsächlich auch mit Personen, die noch nicht so zu überzeugen waren, dass diese Agenda nicht nice to have ist und auch nichts mit nur Umweltschutz zu tun hat und auch nicht irgendwie warten kann. Und zwar immer wieder, und das, ja, ich glaube, ist einfach den Fridays for Future natürlich ganz anders gelungen auch, zu sagen, worum geht es eigentlich? Und dann sind wir bei Sicherheit und dann sind wir bei Frieden und dann sind wir bei internationalen Menschenrechten etc. und nicht bei, ach, die Ökos. So, ne? Und es geht um Chancen und um Gerechtigkeit. Und dann die nächste Frage, die sich dabei anknüpfen muss, weil wir diese strukturelle Kurzfristigkeit haben. Ne? Kein Politiker will verantwortlich sein für Quartalsberichte, verbieten viel zu viele Investitionen in die Wertschöpfungskette. Ach, die Dividende. Was ist die lange Sicht? Also wo ist eure, und das ist ja auch das, was einfach politisch gefordert werden müsste und was diesem Green Deal unterliegt, was viele der Just Transition Ideen auch unterliegen haben. Im BBDU haben wir immer so etwas wie eine Zero Carbon Mission empfohlen. Das sind 10-Jahres-Perspektiven oder Pläne. Und auch aus der Berechnung heraus eben auch immer ganz klar zu sagen, wo sind die Kosten-Nutzen-Kalkulationen? Und was ist dann die mittelfristige Verantwortung, die du heute mit dieser Entscheidung auch mitzutragen hast? Also was lag die lange Sicht? Auch da war Fridays for Future, finde ich, spot on natürlich, gerade mit der Generationenfrage. Und nicht einfach nur zu sagen, ah, das ist jetzt unbequem, das ist jetzt Verzicht. Weil mittelfristig sieht vieles deutlich besser aus, wenn wir jetzt die Disruption von bestimmten Sachen vorantreiben können. Und die andere Sache, die ganz, ganz, ganz wichtig ist, bei all den, ach, das geht doch nicht und so weiter, ist der Umkehrschluss. So habe ich gemerkt, dass ich unheimlich gut in eine Problemlösungssuche anstatt in einen Schlagabtausch über die Unmöglichkeiten gekommen bin. Weil ich dran geblieben bin und gesagt habe, wenn Sie sagen, das geht nicht, was heißt denn das?
dass wir keine Chance haben, dass wir jetzt leider in die 5-Grad-Welt rasseln müssen? Ist das Ihre Perspektive auf die Zukunft? Wie können Sie die eigentlich mittragen? Unter welchen Bedingungen? Und gerade zumindest bei Gegenübern, wo man weiß, dass die noch tatsächlich Interesse haben, das sind ja Gott sei Dank noch die meisten, zumindest in Ämtern und in journalistischen Tätigkeiten und so weiter und politischen Ämtern, braucht es dann ja eine tatsächlich auch vernünftige Antwort auf so eine Frage. Und damit drehen wir die Beweislast. Und das ist das Allerwichtigste, wenn man merkt, dass so eigentlich klar ist, der Status quo geht nicht mehr, aber sie müssen sich immer die Alternativen nur rechtfertigen und dann noch auf den Messgrößen des alten Systems, von dem wir gesagt haben, es funktioniert nicht mehr. Und deshalb zu sagen, was ist der Umkehrschluss? Und das alte System muss sich mindestens genauso rechtfertigen, weil das haben wir nun wirklich immer gezeigt, dass es keine Zukunftsposition ist, wie die Alternativen. Erst dann haben wir Level Playing Field, erst dann haben wir demokratischen Aushandlungsprozess. Und darauf zu bestehen. Und der nächste Punkt, wirklich zu sagen, es gibt so viele Co-Benefits im sozialen Bereich. Die Gesundheitsthematik habe ich angesprochen. Wenn wir vernünftig versuchen, Landnutzung zu denken, können wir erneuerbare Energien, Biodiversität, Klima, Absorption und auch schöne rurale Infrastrukturen ja auch wieder gemeinsam denken. Das heißt, ich muss mich einfach aus so Denkgerüsten und so Silos verabschieden und dann können wir gemeinsam systemische Innovationen, nennen wir das dann wieder ein bisschen kryptisch, aber vorantreiben und ganz andere Kooperationen ja auch möglich machen. Und deshalb Finanzierung, grüner Wandel, Universal Basic Income oder Grundeinkommen. Ich glaube, was ich erstaunlich finde im WBGU-Kontext und im Just Transition-Kontext, da ging es ja viel darum, wie können Regionen, die besonders stark, jetzt in dem Fall wurde mit Kohle begonnen, von diesem Strukturwandel betroffen sind, mitgenommen werden. Und da ging es, also wir haben Vorschläge gemacht jetzt im wissenschaftlichen Beirat, zu sagen, es braucht diese Transformationsfonds. Und das haben wir jetzt ja mit Corona gesehen. Also vorher waren das ja immer so ein bisschen schräge Ideen. Und jetzt, dass die öffentliche Hand sich gerade in die Langfristigkeit, gerade in das, wo privates Kapital kurzfristigen Profit eben heute noch nicht sieht, einmischt oder bestimmte Risiken runterfährt oder eben Garantien bereitstellt. Das haben wir auch am Anfang besonders in den erneuerbaren Energiengesetzen auch gehabt, mit dieser Vergütungsgarantie pro Kilowattstunde. Das heißt, die Kooperation zwischen der öffentlichen Hand und dem Privaten ist ganz wichtig. Und aus meiner Perspektive ist es auch wichtig, sich wirklich zu überlegen, welche Eigentumsstrukturen sind dann dafür geeignet, die Gemeinwohlorientierung besser zu gewährleisten und zu konservieren, als wir das heute haben. Und da ist die Arbeit von Mariana Mazzucato unheimlich wichtig mit der Missionsorientierung und mit dem, warum sollten, und das haben wir auch in Corona jetzt viele schöne Beispiele in der Pharmaindustrie und anderen Bereichen, wenn so viel öffentliches Geld reinläuft, auch in die Grundlagenforschung etc., dann sollten ein paar von den Profiten, gerade wenn sie so stark steigen, auch zu einer Refinanzierung der öffentlichen Hand beitragen können, weil dann haben wir auch mehr Geld wiederum, um es einzuzahlen. Die Besteuerungsgeschichte, Biden ist ja nicht nur bei Klima eingestiegen, sondern wir haben jetzt ja tatsächlich erstmals wieder Bestrebungen zu sagen, es braucht einen Mindeststeuersatz bei den transnationalen Unternehmen. Die Debatte über das, was man mit den Digitalkonzernen macht, ist in den USA deutlich aggressiver als das, was wir in der EU gerade trauen. Also da passiert einiges zu sagen, parasitäre Geschäftsmodelle, tut mir leid, können wir uns nicht mehr leisten. Und so würde ich das auch nennen. Und genau da eben anzutreten und aus meiner Perspektive ist das universelle oder das bedingungslose Grundeinkommen nicht losgekoppelt zu denken von sowas wie Arbeitszeitreduktionsgeschichten, vielleicht Verhandlungen darüber genau mit diesen Mitbestimmungsrechten und Eigentumsformen in der Wirtschaft, weil wir natürlich sonst ein Stück weit auch die Gefahr laufen, dass strukturell weniger Arbeitsplätze, Digitalisierung etc. sind ja noch andere Treiber, die in unserer Gesellschaft viel verändern werden, wenn wir nicht Teilhabe an der ökonomischen, produktiven Tätigkeit ein Stück weit auch noch anders absichern, ist aus meiner Perspektive auch ein Risiko gegeben, dass einige sehr hohe Löhne mit sehr wenigen konzentrierten Geschäftsmodellen mit starker Unterstützung von Technologien und Automatisierung etc. auch auf sich bündeln können. Und der Rest, ja, kann dann kreativ tätig sein, kann sich vernetzen, aber nicht mehr unbedingt Einfluss darauf auch nehmen, was tatsächlich in der industrieproduktiven Seite vielleicht passiert. Das finde ich, Wirtschaftsdemokratie mitzudenken und nicht nur eine losgelöste Einkommensfrage zu klären, unheimlich wichtig. Und deshalb finde ich den Ansatz von öffentlicher Daseinsvorsorge als generell Recht, also Universal Basic Services, unheimlich spannend. Und dann können wir natürlich insgesamt die ganze Ausgabenstruktur von dem, was zahlen wir sowieso schon aus den Finanzbudgets, mal so hindrehen, dass die nicht mehr so viel
Schlechtes eigentlich finanzieren, was wir dann wieder reparieren müssen. Da sind die Subventionen und sowas drin. Micha, du hattest das gesagt, sondern wirklich überlegen, welche Ausgaben, die wir heute alle haben, haben eine Lenkungswirkung, die aus ökologischer und sozialer Sicht nicht wünschenswert sind. Weil dann kann ich auch insgesamt den Ausgabentopf reduzieren und dann müssen wir nicht so viel schreien darüber. Also wir können durch mehr Steuern in einer sinnvollen Form eingetrieben, bei denen, die es tragen können und sollten, auf der Einnahmeseite verbuchen, Ausgaben, tatsächlich soziale Sicherung anders denken und dann aber auch eben zu gucken, wie kann man eigentlich das Budget mal, wir haben das Zero Carbon Mission genannt, in einem Bereich wirklich so ausrichten, dass es tatsächlich diese Lenkungswirkung Richtung Problemlösung anstatt Verstetigung der Probleme mit sich bringt. Maja, du triggerst mich da unheimlich viel zu sagen, das werde ich nicht tun, außer dass ich nur an einer Stelle sagen will, es ist in der Tat krass, dass aus Amerika die Ansage kommt, wir besteuern jetzt die transnationalen Konzerne höher und aus Deutschland und Frankreich zu den 21% Steuersatz, was ja nun kein Sozialismus ist, sind nur 21%. Ein Schweigen ist. Keiner springt dem Biden bei. Man lässt Yellen und Biden mit so einem Vorschlag alleine auf der anderen Seite des Atlantiks. Und dann wundert man sich, wenn in ein paar Jahren wieder Trump gewählt wird oder ähnliche Leute. Also wenn die solche Vorschläge machen, dann muss es doch Unterstützung aus Europa geben. Ja, aber auch das wird natürlich Thema sein. Micha, eine Frage, die sich hier an dich richtet, ist folgendes, tolle Runde, vielen Dank. Meine Frage, wie können sich die Grünen insbesondere in der sozialen Frage stärker von der CDU abheben, um den dringend notwendigen Wandel sozialverträglich zu gestalten und auch die Unterstützung ärmerer Bevölkerungsgruppen zu sichern? Das passt ja sehr gut zu dem, was Maja eben entwickelt hat. Micha, was sagst du dazu? Sind wir zu unsozial? Ich glaube, ja, das ist natürlich, ne, also natürlich sage ich jetzt, wir sind nicht so unsozial, ja, weil ich will mich da auch für was Soziales einsetzen, sonst wäre ich nicht bei den Grünen, aber vielleicht beurteilen das andere anders und vielleicht ist es schon auch eine Frage bei dieser ganzen Fixierung des Green Deals auf CO2-Minderung, auf sehr technische Dinge, auf ETS und so weiter. Also wo nehmen wir dort eigentlich die Menschen mit? Wo verstehen wir es? Wo ist es irgendwie so der Benefit für sie? Wo ist der im systemischen Wandel sozusagen verbessert sich auch die soziale Situation? Also ich glaube, diese Dinge mitzudenken ist wichtig und ich glaube, das ist auch eines der der Dinge, die dem European Green Deal komplett fehlen. Also er macht natürlich sowas auch wie Just Transition, aber sozusagen eine systemische Veränderung, die auch an der sozialen Situation der Menschen etwas ändert, das ist nicht im Zentrum davon. Und deswegen ist es vielleicht auch eine Sache, die eben nicht so viele Leute anspricht. Und andersrum wird es dann aber, wird dann eben auch der Schuh draus. Das ist eben das, was Maja vorhin gesagt hat. Also können wir versuchen, einen Green Deal zu fordern, zu schaffen, in der Gesetzgebung so umzusetzen, dass es eben auch soziale Fragen mitdenkt. Und ich meine, auf deutscher Ebene ist es natürlich dann diese Frage, wie gehen wir eigentlich um mit einem CO2-Preis und kriegen wir es hin, ein Energiegeld zu schaffen, dass die Menschen dann am besten davon noch profitieren und am Ende mehr bekommen, aber auch sozusagen, ja. Also ich glaube nicht, dass wir zu unsozial sind. Ich glaube, dass der Green Deal an sich die soziale Komponente nicht genug mitdenkt und das auch eben eins der Fehler ist, die wir versuchen müssen, in Gesetzgebungsprozess noch abzuwehren. Aber ich werde ja morgen wahrscheinlich da reingehen und also jetzt bin ich wieder so ein bisschen fröhlich durch alles, was ihr gesagt habt, aber morgen Abend werde ich wahrscheinlich denken, oh, sozusagen so viel gekämpft und dann am Ende sagen einfach die Mitgliedstaaten nö. Und das ist wirklich hart, das da durchzusetzen, wenn wir da nicht eine wirklich breite Unterstützung und Bewegung aus ganz Europa hinbekommen. Weißt du, was mir eine Sache ist mir ganz wichtig. Moment mal, aber ich würde ja gerne... Also gut, kurz. Ja, aber ich würde gern Sarah hier nochmal reinholen. Ja. Nee, weil jetzt gerade hier, ich habe in den Kommentaren gesehen, dass es nicht sinnvoll ist, gegen die Wettbewerbsmarktwirtschaft zu agieren. Das macht kein Mensch.
Das ist für mich einer der ganz großen Mythen, wo wir endlich mal richtig konsequent poppen müssen. Also was wir in solchen Konzernmodellen wie die, die jetzt kritisiert haben, nicht mehr haben, ist eine funktionierende Marktwirtschaft. Also wenn sich 5, 6 Player 70% von einem Sektor global teilen, dann ist das nicht mehr in irgendeiner Weise auch nur annähernd das, was die Vordenker eines sich gegenseitig balancierenden Marktes gedacht haben. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass eine Veränderung der Regulierung im Zweifel auch Marktkräfte überhaupt wieder freisetzen kann. Und dass dann eben kleine mittelständische Unternehmen, die sowieso in der Bilanz Soziales und Ökologisches häufig, nicht immer, aber häufig noch besser integriert bekommen, auch wieder eine Chance haben. Also im Moment ist der Markt nicht hilfreich dabei, die besten Innovationen in den Markt kommen zu lassen, sondern sehr gut darin, bestimmte Formen von Innovationen so lange auszusitzen und wieder wegzustecken und Marktmacht dagegen zu missbrauchen, dass wir genau nicht in Schub kommen und nicht die innovativen Marktkräfte nutzen. Deshalb ganz vorsichtig mit dem, wie sieht die Struktur heute aus und wollen wir da noch Markt zu sagen oder wollen wir sagen, wir brauchen ein bisschen Regulierung, damit der Markt repariert werden kann. Marktwirtschaft reparieren ist ein schönes Buch von Andreas Simoneit und Oliver Richters zu dem Thema. Ja, Maya, volle Zustimmung. Ansonsten noch ein Tipp, weil Maya schon angemerkt hat, sie würde hier kritisiert, sie habe zu schnell und zu viel geredet. Diese Kritik mache ich mir nicht zu eigen, empfehle aber ihr Buch. Da kann man nämlich langsam Maya lesen, statt ihr schnell zuzuhören. Das ist ein großer Vorteil und das Buch ist ist ein Bestseller und ist absolut lesenswert. So, jetzt aber an Sarah Schumann. Und zwar, die Frage ist genau die nächste hier in dem Ranking und die ist wie für dich. Wie kann man generell die Vorgänge in der EU, ich meine viel stärker, in die Öffentlichkeit bringen, insbesondere natürlich alle Vorgänge zum Klima? Du hast dir ja nun den Kopf zerbrochen, wie kann man mehr Raum schaffen in den Medien für Klima? Und jetzt kommt noch Klima und Europa. Das ist ja doppelt schwer. Was wären deine Hinweise, gerade wenn wir jetzt darauf schauen, dass wir die nächsten Jahre ja Öffentlichkeit brauchen, wenn wir die Gesetzgebung in die richtige Richtung schieben wollen? Ja, das dachte ich tatsächlich im Vorfeld auch, dass ich dachte, oh Gott, und wie macht man jetzt noch das mit Europa irgendwie attraktiv und verständlich? Und ich glaube, die Antwort auf beides ist, dass wirklich einfach die Größe und die Dringlichkeit des Problems verstanden werden müssen und auch, welche Auswirkungen diese EU-Politik dann überhaupt auf eigentlich alles hätte, genauso wie bei der gemeinsamen Agrarpolitik. Ich glaube, dass auch diverse Journalistinnen irgendwie immer noch denken, oh, pf, EU, alles so kompliziert. Das haben ja, glaube ich, auch Micha und Peter irgendwie in so Tweets ab und zu erklärt, von wegen, wie einfach diese ganzen komplexen Verhandlungen sind und die Schritte und so weiter und so fort. Und da sehen halt natürlich auch einige Journalistinnen nicht durch, inklusive mir. Ich bin auch keine EU-Expertin. Aber was mir klar wurde, ist halt, was für eine Macht, für eine Gestaltungsmacht diese riesigen Pakete da haben. Ehrlich gesagt war das sogar der Moment, in dem mir klar wurde, wie groß die Diskrepanz der öffentlichen Berichterstattung zu diesen Auswirkungen ist. Das war nämlich, als das EU-Corona-Paket beschlossen wurde. Und auch auf Hinweise von Fridays for Future hin wurde mir im Vorfeld immer mehr bewusst, okay, wir beschließen jetzt halt, für die 7 Jahre Geld auszugeben, die wir noch haben, um die Emissionen zu senken. Und was stattdessen beschlossen wird, ist, dass wir Wirtschaftsförderung machen. Das bedeutet, dass die Emissionen steigen und dass einfach praktisch diese zeitliche Dringlichkeit nicht begriffen ist und nicht, welchen großen Auswirkungen so ein Corona-Finanzpaket haben, die EU-Agrarpolitik, von der ja auch irgendwie viele denken, glaube ich, so, pff, ach, keine Ahnung, was das eigentlich soll. Aber wie fundamental das halt einem Pariser Klimaabkommen und der Erreichung dieser Ziele entgegenstellt. Was für, also das Agrarpaket ja noch viel größer, ne? Also Artensterben, Bodenerosion, es gibt so viele Probleme, die da nicht annähernd ausreichend angegangen werden. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass praktisch alle Leute, die in diesem Feld kommunizieren,
ja, auch diese Dringlichkeit immer wieder versuchen runterzubrechen, greifbar zu machen, auch mit dem persönlichen Leben zu verbinden. Also ich glaube auch, dass irgendwie Atemsterben bedeutet, dass also wir in naher Zukunft ein Problem haben werden, weil das mit der Lebensmittelversorgung schwierig wird und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch noch nicht begriffen, sondern Biodiversitätskrise ist halt so, what? Ja, keine Ahnung. Und das ist sowohl eine Aufgabe für Journalistinnen, sowas besser und anschaulicher und runtergebrochen zu erklären, als halt auch für Politikerinnen Klartext zu sprechen, Expertinnen for Future und so weiter und so fort. Vielen Dank. Und ich gebe mal gleich hier die nächste Frage weiter an Helena. Und das sind eigentlich zwei verschiedene Fragen, wo ich finde, dass es spannend wäre zu hören, was du dazu sagst. Zum einen, wer ist denn eurer Meinung nach die treibende Kraft für die Verwässerung des Green Deals? Oder man könnte auch übertragen sagen, der Verwässerung der klimapolitischen Ambitionen, die wir eigentlich haben müssten. Du hast ja schon gesagt, es ist systemisch, aber wer sind die Kräfte? Und dann Rainer Dömen, der sagt, NGOs bereiten am runden Tisch erneuerbare Energien, Arbeitspapiere an den nationalen Gesetzgeber zur Energieversorgung, Wärmewende und Verkehrswende vor. Diese beruhen auf unserem Leitsatz 100% erneuerbare Energien bis spätestens 2030. Das erinnert mich in der Geschwindigkeit an eure Forderungen. Ja. Technisch funktioniert das, sagt er. Warum behindern die Regierungen das klimawissenschaftlich Notwendige, obwohl die Gesundheit, die Volkswirtschaften, der Arbeitsmarkt, die gesellschaftlichen Komponenten die Gewinner des Umbaus der Energiewirtschaft auf erneuerbare Energien sind? Ihr habt ja auch viel mit der Bundesregierung geredet. Legend sind eure Gespräche mit Peter Altmaier. Aber warum behindern die das? Also ich glaube, wenn ich die Frage beantworten könnte, dann könnte ich aufhören mit dem Klimaaktivismus. Dann wäre es irgendwie, dann hätte ich die Lösung, dann wäre es getan. Ich verstehe es nicht, um ehrlich zu sein, weil wir wissen ja, dass selbst wenn wir irgendwie gar keinen Bock haben auf Klima und jetzt nur auf irgendwie wirtschaftliche Interessen schauen, dann lohnt es sich ja einfach, irgendwie vorzuplanen, Klimaschutz zu betreiben. Insofern glaube ich aber, dass die Skandale der letzten Wochen und Monate da vielleicht einen Hinweis darauf bieten könnten. Denn wir sehen immer wieder, wie die Wege von Fossilität zu Korruption zu vielleicht der Union gar nicht so weit sind und irgendwie da sich dieselben Muster immer wieder wiederholen, wo es natürlich irgendwie Akteure gibt, die, solange sie noch Kohle aus der Erde holen können und solange sie da noch Geld dran verdienen können, machen die das natürlich. Die kriegen ja dafür auch noch Subventionen hinterhergeschoben. Ganz alleine wissen wir ja, dass Kohle gar nicht mehr rentabel ist zum Beispiel. Aber wir geben denen natürlich auch noch Milliarden Entschädigungen dafür, dass sie noch ein paar Jahre weiter die Kohle verbrennen. Ich glaube, das sind so einige Hinweise darauf, warum das Ganze nicht so klappt, weil da einfach unsere Interessen, und das sind nicht nur junge Menschen, sondern einfach die Menschen allgemein, die eigentlich in Deutschland leben, gar nicht im Vordergrund stehen, sondern eben die von irgendwie Konzernen oder Lobbys und so weiter. Das zum ersten Punkt. Was war die andere Frage? Wer sind da die Akteure? Also ich glaube, wir sehen eigentlich immer wieder, wie das Parlament Entscheidungen trifft, die eigentlich deutlich progressiver sind als das, was dann die Mitgliederstaaten machen, wenn sie reinkommen, oder das, was die Koalition kommt. Und was dann im Trilog besprochen wird. Und ich glaube, das gibt uns einige Hinweise darauf, wer schleppt hier dann eigentlich immer wieder. Und das finde ich eigentlich das Krasse an der Bundesregierung, weil sie, ich meine, eigentlich ist es ja unsere Rolle als Bewegung, Geschichten zu erzählen und irgendwie emotionale Bindungen zu Themen zu schaffen. Und ich finde es eigentlich so krass, wie gut die Bundesregierung in Geschichten erzählen ist. Denn immer wieder heißt es, die USA ist schuld, China ist schuld, die anderen EU-Mitgliedstaaten sind schuld. Obwohl es ganz, ganz oft Deutschland, die eigentlich eine relativ mächtige Rolle haben in der EU, die als Mitgliederstaat da total verschleppen. Das haben wir irgendwie immer wieder gesehen, ob bei der Agrarpolitik, ob jetzt irgendwie bei der Minderung der CO2-Ziele, und es sind immer wieder diese Muster, und das finde ich das Krasse, und ich glaube, da kommt auch eine journalistische Berichterstattung ins Spiel, das dann auch zu benennen und klar zu machen,
Weil ich glaube durchaus, dass EU-Politik nicht unbedingt zu kompliziert ist, weil wenn es darum geht, sich lustig zu machen über die Benennung von Veggie-Burgern oder so, dann ist da direkt die Berichterstattung am Start. Dann checken sie irgendwie die Regulierung. Aber alles andere ist dann irgendwie doch wieder zu kompliziert. Also genau, ich glaube, es gilt, das zu benennen. Es gilt, und es gilt, diese Leute abzuwählen bei der nächsten Bundestagswahl und die Union aus der Regierung zu schmeißen und Leute aus ihren Wahlkreisen zu schmeißen, die sich gegen unsere Interessen eingesetzt haben. Ja, wow. Ich kann nur sagen, ich erinnere mich noch so sehr, ich weiß nicht, wie es dir ging, Michael, als über diese GAP abgestimmt wurde im Europaparlament und dass unsere E-Mail-Körbe voll liefen mit Leuten, die sagten, seid ihr völlig bekloppt, dass ihr Veggie-Burger verbieten wollt, ja? Aber sich so wenige aufregten, was die GAP eigentlich mit unserer Natur, mit unserer Zukunft, mit den Tieren macht. Diese Frage, über die kann Sarah noch ein bisschen nachdenken, was wir da hätten vielleicht anders machen können, um den Nachrichtenwert dieser blöden Veggie-Burgers zu erreichen. Nichts gegen Veggie-Burger, das ist natürlich totaler Unfug, aber das ist nicht, worum es ging. Das war wirklich krass. Also leider steht politische Öffentlichkeit und auch Protest nicht immer dann zur Verfügung, wenn er am wirkmächtigsten ist. Vor dieser Europawahl war das ein Glücksfall, dass in dem Moment das so zusammenkam. Riso noch ragte und so weiter. Aber jetzt, wenn wir in den Mühen der Gesetzgebung sind, steht uns das nicht unbedingt immer dann zur Verfügung, wenn wir es brauchen. Da kommt hier noch eine Frage ins Spiel, die ich auch sehr interessant finde, von Markus von Jordan. Und die würde ich gerne Maja vorlegen, weil das nämlich direkt auch an was anknüpft, was du eben schon mal entwickelt hast. Letztlich gefährdet die Klimakatastrophe doch auch ganz unmittelbar die Geschäftsmodelle sehr vieler Unternehmen. Ich frage mich immer, ob und wie man mit diesen oder mit ihren Lobbyisten sich verbinden kann, um mehr politischen Druck zu entfalten. Also das ist zum Teil ja genau das, weshalb ich das Gefühl habe, aus der Wirtschaft, die Stimmen werden lauter, nicht von jeder einzelnen, im einzelnen Unternehmen im gleichen Ausmaß etc., aber diese Erkenntnis ist ja da. Und auch da braucht es ein Stück weit den positiven Feedback-Loop, weil wir hatten ja, für mich war es total erstaunlich zu merken, dass eine Ankündigung von dem Chef von BlackRock, der auf den Megamilliarden sitzt, mehr Schockwellen und mehr sofortiges Zuhören bei UnternehmerInnen und Leiterinnen von irgendwelchen größeren, auch Mittelständlern, ausgelöst hat, als alle Warnungen seit ECC wie vor. Das kann man jetzt hochtragisch finden, aber man kann das auch eben als Potenzial nehmen. Und da muss man natürlich auch reingucken, was hat er jetzt genau verlangt und war das jetzt wirklich so nett oder war das nicht einfach nur, dass BlackRock sein Geschäftsmodell retten wollte und den schwarzen Peter weitergeschoben hat. Aber es ging erstmal darum, dass auf einmal Risiko zur Kategorie wurde, um ökologische Fragen auszudrücken, in einer ganz anderen Dimension. Und damit kommen wir ja vielmehr auch in das Vermeiden von nicht wünschenswerten Entwicklungen, auch auf einer ökonomischen Perspektive. Und da geht die Frage ja auch hin. Und deshalb ist diese Kurzfristigkeit unheimlich wichtig zu zeigen. Und das ist die Debatte um Stranded Assets. Also wenn ich sehr viele Geschäftstätigkeiten noch habe oder sehr viele Investitionen noch habe, die durch entweder Klimaschäden oder eben auch durch Regulierung, um den Klimawandel zu stoppen oder die Klimakatastrophe zu stoppen, betroffen ist, dann muss ich das zunehmend A, transparent machen und B, dann auch im Management berücksichtigen. Und da passieren auch spannende Entwicklungen eben auch tatsächlich aus der Rechtswissenschaft heraus, aus den Juristen heraus, gerade bei Pensionsfonds und anderen großen, wenn so eine, ich glaube, die Höhe ist bei 5% von Risikoanteilen, dass eben tatsächlich die Investitionen, die dann ja auch mittel- und langfristig tatsächlich soziale Systeme tragen sollen, riskiert sind, dann brauche ich eine andere Form der Berichterstattung, eine andere Form der Darlegung, warum ich diese Risiken eingehe, beziehungsweise ich muss zeigen, dass ich da rausgehe. Und das ist ein positiver Feedback-Loop, wie wir durch die Risikorahmung im ganz ökonomischen, also im finanziellen und dann eben auch im Geschäftsmodell natürlich das anders bilanzieren auch können. Und deshalb sind diese Entwicklungen jetzt gerade, das fällt dann in die Republik, Value Balancing oder Capital Coalition sind da dran,
viele einzelne Steuerleute, die wirklich versuchen vorzudenken, wie müssten denn Unternehmen auch in die Lage versetzt werden, die Dinge, wenn sie heute etwas tun, um nachhaltiger zu werden, ist das erstmal ein Kosten und für einen Investor ein zusätzliches Risiko, weshalb deine Kreditkonditionen vielleicht schlechter werden oder deine Investoren werden sauer, Dividende, Daimler. Das heißt, wie musst du ein Geschäftsmodell eigentlich schützen durch neue Regeln auch in der Bilanzierung, damit es überhaupt diese mittelfristig dann sich auch positiv auszahlen, sogar rein finanziell positiv auszahlenden Investitionen vornehmen kann. Und das wird sehr technisch, aber das könnte ein Riesenhebel sein, weil dann hast du eben von dem Geschäftsmodell bis, und deswegen war die Taxonomie so wichtig und darum sollten wir auch weiter ringen, die versucht, ein bisschen Äquivalente tatsächlich eben im Investorenbereich auch sicherzustellen. Und dann kannst du natürlich, hast du eine andere Preisentwicklung, dann kannst du Subventionen anders anpassen, dann werden auch die ökologischen Produkte nicht mehr so teuer, wenn so eine GAP anders organisiert ist. Also immer wieder die Zusammenhänge klar machen, dass Preise politisch sind. Und Preise von Rahmenbedingungen abhängen und nicht irgendwie von so einem Markt runterpoltern. Weil dann können wir anfangen zu versuchen, wirklich dieses positive Zwischenregulierung, bessere Geschäftsmodelle, bessere Investitionen, bessere Produkte, bessere Infrastrukturen, bessere Zugänglichkeit eben voranzutreiben. Und das ist sehr technisch im Endeffekt, aber da sind ja auch noch Details dran. Und da hoffe ich, dass ihr als Experten, die da vor Ort seid, da wirklich auch weiter richtig intensiv dabei seid. Und ich glaube, sowas auch nochmal größer zu berichten, ist ja gut, weil im Endeffekt sind es die nachhaltigen Geschäftsmodelle, die in Zukunft tragfähig sein werden. Es sind die nachhaltigen Technologien, die Frontrunner sein werden müssen. Und also immer noch diese komische Idee von Verzicht und so weiter und so weiter. Also ich glaube, China hat ziemlich klar auch formuliert, was für einen Anspruch an geopolitischem Ausmaß sie vor sich hertragen. Und wenn man sich guckt, auf welchen Ressourcen die hocken und wie eng die Verbindung mit Afrika inzwischen ist, also es macht Sinn, in Europa zu überlegen, wie kommen wir eigentlich mit weniger Zugriff auf Ressourcen aus. Einfach aus einer ganz klaren Eigeninteresse heraus. Ja, meine Erfahrung mit Lobbys ist ja, dass die unheimlich ungerne anderen harten Interessen in der Wirtschaft wirklich stark auf die Füße treten. Die erwarten immer, also gerade die großen Verbände, da gibt es eigentlich so einen ungeschriebenen Code. Wenn einem von uns direkt geschadet wird, dann sind wir laut. Wenn aber ein langfristiges Interesse von vielen negativ berührt wird, da schweigen wir eher zu. Und diese Logik, dass immer der Schwächste, der am wenigsten Fortschrittliche, die Geschwindigkeit der großen Tanker im Lobbyismus bestimmt, das ist total fatal. Und deshalb sind so Initiativen wie die 2-Grad-Initiative der deutschen Wirtschaft so wichtig, weil da sich mal die zusammentun, denen das nicht passt. Aber das passiert viel zu selten. Ich beobachte in ganz verschiedenen Bereichen. Da herrscht die Logik, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Das ist zumindest meine Erfahrung, ist traurig, aber ich würde jetzt gerne Micha noch was fragen. Und zwar sagt Sebastian Mühlbach, wir müssen unsere Anstrengungen um ein Vielfaches steigern. Wo sind die großen Hebel, die am schnellsten umgesetzt werden können? Was können die BürgerInnen dazu beitragen? Und es wäre natürlich auch spannend, wenn du noch mal was zu dem erneuerbaren Energieplan sagst, weil ihr habt in Baden-Württemberg euch ja wirklich sehr bemüht, ne? Das war nicht alles nur einfach. Und jetzt habt ihr viel schärfere Pläne in der Hinsicht durchgesetzt, wenn man das Sondierungspapier da liest. Aber was ist deine Sicht darauf? Warum werden diese eigentlich möglichen schnellen Erneuerbar-Ausbaupläne nicht umgesetzt? Und was können wir da tun? Also was sind die großen Dinge? Das ist natürlich auch erstmal die Kohle, die Kohleenergie, die so schnell wie möglich abgeschaltet werden muss, weil da einfach die größte CO2-Quelle ist und die kann auch schnell abgeschaltet werden, viel schneller als das jetzt gerade vorgesehen ist. Und das wird sie auch, allein schon, weil es viel zu teuer wird. Und was sind die weiteren Dinge? Beim Verkehr muss unbedingt viel passieren und da kann auch schnell viel passieren. Da versuchen wir jetzt ja auch auf der europäischen Ebene mit den CO2-Standards, also wie viel CO2 Autos überhaupt noch ausstoßen dürfen, da nochmal ranzugehen.
Und dann eben bei den erneuerbaren Energien dort auch die Vorgaben zu machen. Woran scheitert es? Also ich kann nur sagen, ich meine, das wissen wir ja auch alle, in Deutschland scheitert es auch am politischen Willen und vor allen Dingen daran, dass die neuralgischen Stellen, die strategischen Stellen auch im Bundeswirtschaftsministerium und Energieministerium einfach von Menschen besetzt werden, die gar kein Interesse daran haben, dass es ausgebaut wird. Deswegen ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz dauert so ewig. Und wir haben gesehen, dass diejenigen, die im schwarzen Filz gerade alle fallen, also dieses Bermuda-Dreieck der Energiewende mit Nüsslein, Pfeiffer und so weiter, dass also sozusagen da schon mal zwei jetzt zurücktreten mussten. Ich warte noch, bis Thomas Bareis dann auch irgendwie zurücktreten muss. Aber die sind diejenigen, die in den letzten Jahren in Deutschland die Energiepolitik gemacht haben und die Energiewende ausgebremst haben. Also es ist einfach, das ist schon echt krass, wenn man sich das mal vorstellt, was da los ist. Genau, in Baden-Württemberg, da komme ich ja jetzt gerade auch aus den Koalitionsverhandlungen. Da machen wir jetzt mehr und versuchen mehr zu machen, also mit einer PV-Pflicht für alle Gebäude, für alle Neubauten und aber auch für alle Bestandsbauten, wenn es eine Dachsanierung gibt, mit über 1000 Windkraftanlagen, die wir allein im Staatswald bei uns errichten wollen, mit sagen 2% des Landes der Landesfläche muss ausgewiesen werden für erneuerbare Energien. Das ist ja immer das Problem, ne, dass wir sozusagen die Flächen nicht zur Verfügung haben, weil die Kommunen für die Flächenausweisung zuständig sind und die aber sagen, ja, das soll auch die andere Kommune machen. Also da passiert jetzt hoffentlich viel, aber es muss natürlich auch auf Bundesebene was passieren, weil wir können jetzt sozusagen dort die Flächen zur Verfügung stellen, aber auf Bundesebene müssen die Gesetze so geändert werden, dass dann auch was da drauf gebaut wird. Da spielen die Ebenen zusammen. Sven, ich weiß nicht, ob ich sogar schon in die Schlussrunde gehen soll oder ob du noch ein paar Fragen hast. Erstmal habe ich ja Sarah sowieso noch versprochen, etwas sie nochmal nachzuhaken. Und du hast natürlich das Schlusswort, lieber Micha. Insofern musst du hier noch gar nicht abbiegen. Aber irgendwie ist mir jetzt das Bild von Maya entschwunden. Ich glaube, sie hat ihre Kamera ausgemacht. Kann sein, aber vielleicht sagt auch das Kind etwas und solche Sorgen haben wir Eltern alle, lieber Micha. So, jetzt aber Sarah, ich bin immer noch gespannt, was du zu meiner Nachfrage sagst. Und dann vor der Schlussrunde gebe ich auf jeden Fall Helena auch noch eine Frage, die hochgerankt wurde, an sie mit. Ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine zufriedenstellende Antwort auf die Frage habe, was man irgendwie noch hätte besser machen können. Also eigentlich muss ich sogar sagen, dass ich finde, dass die Kommunikation der grünen Abgeordneten im EU-Parlament vergleichsweise klar ist. Also wie deutlich man sich äußert dazu, was Konsequenzen sind, was die aktuelle Situation angeht und so weiter und so fort. Die würde ich mir eigentlich mehr auch noch auf Bundesebene wünschen und hätte halt, wie gesagt, dadurch die Hoffnung, dass wir irgendwann verstehen, wie groß und zentral und grundlegend dieses Problem ist. Und das passt jetzt vielleicht nicht ganz zu der Frage, aber was ich vorhin noch dachte, als es auch um die Lobby geht und darum, warum das eigentlich blockiert wird, ich finde, es ist überhaupt nicht zu vernachlässigen, was für ein großes psychologisches Problem die Klimakrise ist. Also jetzt nicht nur im Sinne von, dass die Menschen, die erkannt haben, dass die Klimakatastrophe ist, Schwierigkeiten haben, damit umzugehen und so weiter und so fort, sondern vor allen Dingen, wie stark dieses Thema verdrängt wird und wie stark auch Narrative zu einem Selbstbild und einem Weltbild einen davon abhalten, zu erkennen, wie groß dieses Problem ist. Und ich glaube, dass das sogar ein Problem ist, was vielleicht Journalistinnen und Politikerinnen noch sehr viel mehr haben als, sage ich mal, Normalbürger, im Sinne von, wir setzen uns sehr für
alles Mögliche an. Wir beschäftigen uns jeden Tag mit den großen Problemen dieser Welt. Wir versuchen irgendwie Leute darüber aufzuklären und irgendwie mit unserer Arbeit jeden Tag die Welt auch ein Stückchen besser zu machen. Das würde ich jetzt mal unterstellen, dass das eigentlich alle Politikerinnen und alle Journalistinnen, wenn sie diesen Job antreten, machen, weil die arbeiten ja auch alle 60 bis 80 Stunden und irgendwoher muss die Motivation ja kommen. Und was ich glaube ich auch vorher nicht ganz so klar gesehen habe, ist tatsächlich diese Rolle von Lobbyismus und wie stark die auch ist. Ich würde jetzt aber, nur weil ich das auch in anderen Klimakreisen höre, also ich würde davon abraten, das so zu formulieren, als wären alle Politikerinnen korrupte Arschlöcher, die sich von der Wirtschaft kaufen lassen und deswegen Dinge so entscheiden. Ich fürchte, das ist irgendwie noch sehr viel komplexer. Es mag einige davon geben und das hat Michael ja auch gerade erzählt, sind ja auch zuletzt Sachen aufgeflogen und dafür, also da wird es noch sehr viel mehr aufzudecken geben. Aber ich glaube, dass auch die eigene Erzählung von Politikerinnen von wegen, nee, also sie haben verstanden, was wichtig ist und diese ganzen Ökos wollen irgendwie die Welt kaputt machen und wollen irgendwie Wirtschaft kaputt machen und wir kämpfen doch hier dafür, dass irgendwie Dinge gut laufen und Wirtschaftswachstum ist das Einzige, was uns nach vorne bringt und so weiter und so fort. Dass dieses Narrativ so, also Menschen glauben dieses Narrativ mehr, als sie Naturwissenschaften glauben. So, das ist ja das offensichtliche Problem, was uns seit 50 Jahren davon abhält, zu erkennen, dass wir gerade wirklich unsere Welt kaputt machen. Und ich glaube wirklich, dass diesen zentralen Punkt zu kommunizieren, dass das irgendwann dazu führen wird, dass man erkennt, okay, dieses Problem ist wirklich so dringend, dass wir jetzt all diese Maßnahmen brauchen und dass wir sie nicht abschwächen können. Ich nehme das, außer du signalisierst mir noch was anderes, auch als ein Schlussstatement und gebe direkt weiter an Maya. Übrigens war meine Bemerkung eben, das ist eher ein Stück Selbstoffenbarung. Ich denke immer, gleich geht die Tür auf und ein Kind kommt rein. Das ist total in mir drin. Ich habe es auch bei Webinaren. Maya, bitte. Ich möchte einfach nochmal Mut machen, weil Sven, das mit den Verbänden ist für mich auch die Erfahrung gewesen in der politischen Arbeit. Ich war auch mal in Brüssel und auf der Seite der Interessensvertretung für zukünftige Generationen eingespannt. Ich habe es noch nie erlebt, dass die Verbandstruktur so wackelt. Ich habe noch nie erlebt, dass so viele in wirklich allen, es betrifft den BDI, es betrifft den Bauernverband, in allen, also Mitglieder sagen, ich fühle mich nicht mehr repräsentiert von dieser von dir beschriebenen Meinung. Und das ist eine Riesenchance. Das ist genau der Moment, wo sich Allianzen neu mischen. Und das war ja einer der Punkte, die ich gemacht habe. Und neben der Zwei-Grad-Stiftung gab es jetzt die REACT-Initiative. Es gibt so viele Unternehmensnetzwerke und auch Finanznetzwerke, die sich jetzt wirklich auf den Weg machen wollen, die wirklich überlegen wollen, wie können wir das noch besser bei uns inkorporieren. Und natürlich ist es da immer wichtig, und deshalb habe ich den Begriff in jeder Präsentation drin, einmal dieses selber sich Verbindlichkeit geben und das sind genau diese Sachen von der Bilanzierung, die muss sich ändern, damit die Externalisierung einfach aufhört. Und erst dann haben wir überhaupt Preise, die ungefähr die Wahrheit sagen, Geschäftsmodelle, die gut aussehen können. Und das andere ist, du hast eine Corporate Political Responsibility und das ist ja die Personen oder die Unternehmen einnehmen, von denen du sprichst, dass sie transparent das, was sie eben auch in den Medien deklarieren, dann tatsächlich auch in ihren Lobbypositionen haben. Und da gibt es ganz tolle weitere, auch Business Declare ist was auf der internationalen Ebene oder in dem ganzen Planetary Emerging, Planetary Partners, gibt es unterschiedlichste Netzwerke. Da habe ich manchmal den Eindruck, wir sind in Deutschland auch so ein bisschen timid. Auch der World Business Council Sustainable Development hat gerade gestern oder heute noch wieder ein neues Statement rausgegeben. Also da dreht sich einiges und dann dreht sich ja auch der legitime Referenzrahmen, den Sarah noch mal so ein bisschen beschrieben hat, von dem, was ist denn gutes Wirtschaften im 21. Jahrhundert? Und für mich ist die Deutungshoheit dazu noch nie so auf dem Prüfstand gewesen wie heute. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig aus meiner Perspektive, und deshalb arbeite ich da intensiv dran, wirklich zu sagen, was ist Wirtschaften? Wirtschaften ist ein Prozess, ist eine Beziehung zwischen Menschen und Menschen und ihrer Mitwelt. Nicht Umwelt, Mitwelt. Das hat Corona uns auch gezeigt, das ist in uns drin. Rein, raus und so weiter. Also die Idee, dass wir von der Natur getrennt sind, ist einfach Quatsch. Das haben wir alles jetzt wirklich spüren können. Und deshalb das ganz, ganz klar zu machen, dass das eben zusammenhängt. Und das ist ja,
Strukturwandel ist, ja, eine Transformation ist, aber je ehrlicher wir jetzt hinschauen und je ehrlicher wir jetzt benennen, was wirklich dran ist, umso besser können wir doch die Lösungen finden, damit wir da rauskommen. Und deshalb ist das Ganze, ich höre nichts, ich sehe nichts und so weiter, ja zunehmend verantwortungslos. Und wir können, wir sind so schlau, wir haben so viel Kompetenzen, so viele Ingenieure schreiben, ich habe das und wir können das und wir können dies und wir können jenes. Und so viele Leute in der Digitalisierung würden gerne auf die Lösung arbeiten. Aber die KPIs im Sinne der finanziellen, kurzfristigen Geschäftsmodelle oder auch der Auftragsforschung haben diese Breite dessen, worauf die neuen Lösungen einzahlen sollen, eben nicht inkorporiert. Und da kommt aber inzwischen aus der EFI was, also aus dem Innovationsbeirat der Bundesregierung, aus dem Hightech-Forum, da passiert ganz viel. Und deshalb ist dieses immer dranbleiben, worum geht es eigentlich? Wirtschaft muss den Menschen dienen, und zwar nicht nur den heute und nicht nur den in Deutschland. Und dann sind das die, also Markus Gabriel sagt es so schön plakativ, das moralisch Richtige und das wirtschaftlich sich Lohnende müssen wieder zusammenfinden. Und toll, es ist noch eine super Aufgabe. Nur ehrlich hingucken ist der Schritt eins. Danke, Maja. Und jetzt weiter an Helena. Und ich gebe dir noch eine Frage mit. Und du, alles Gute. Tschüss. Bis Ciao. Bald. Und jetzt noch eine Frage würde ich dir gerne mitgeben, Helena, von Stan Reinhardt. Ist es angesichts der Lage angemessen, in den zivilen Ungehorsam zu treten, wie es zum Beispiel die Klimagerechtigkeitsbewegung Extinction Rebellion und Ende Gelände tun? Ich muss ein ganz bisschen lachen, weil das natürlich nicht eine Frage ist, die wir zum ersten Mal bekommen. Sure. Ich glaube, angesichts der Lage müssen wir zurückkämpfen, wie also auf alle möglichen Weisen. Es braucht der Extinction Rebellion, es braucht der Ende Gelände. Aber genauso braucht es, glaube ich, Bewegungen wie Fridays for Future, die natürlich auch irgendwie punktuell auch zivilen Ungehorsam schon ganz viel begangen haben. Ich meine, der Schulstreik ist da eine ganz milde Form, wo auch schon Blockaden stattgefunden haben und so weiter. Aber es braucht auch weiterhin Akteure, die Massen bewegen können. Und ich glaube, diese Masse auf die Straße zu bewegen, ist noch ein super, oder wo auch immer hin im Netz, ist, glaube ich, noch so ein bisschen, sehe ich zumindest als meine Rolle, als meine Funktion. Und ich möchte aber, glaube ich, in diesem Moment sagen, dass wir halt gerade deswegen halt auch alle brauchen. Also ich glaube, wir hören so oft das Wort Aktivistin oder so, und ich habe mich ganz, ganz lange gesträubt, so genannt zu werden, weil ich fand das irgendwie so komisch, weil ich bin ja nicht qualifiziert irgendwie. Ich habe ja keine Ausbildung zur Aktivistin gemacht oder so, sondern ich bin einfach eine junge Person, die richtig viel Angst hat vor ihrer Zukunft und die richtig viel Bock hat, dagegen zu fighten. Und ich glaube, das ist eigentlich alles, was man braucht. Das heißt, wenn es Leute sind, die sind so, okay, finde ich irgendwie scheiße, was gerade passiert, dann ist das die einzige Voraussetzung, die man braucht, um aktiv zu werden. Und dafür braucht man nicht irgendwelche Skills. Das können Leute sein, die Excel-Tabellen ordnen. Das können Leute sein, die Musik machen, die Kunst machen. Das können Leute sein, die denken, sie können gar nichts. Dann lernt ihr dann so, dann kann man das halt lernen. Und das heißt, wenn ihr jetzt denkt so, ja, habe ich Bock, dann schreibt mir, dann meldet euch, dann gibt's was für euch zu tun. Und ich glaube, das ist eigentlich alles, was ich noch mitgeben kann, dass wir uns überhaupt, also wir brauchen Zivilungehorsam, wir brauchen alle Mittel, gerade weil es so dringend ist. Und wir können uns da überhaupt gar nicht auf eins beschränken. Ja, Micha, dir steht jetzt das Schlusswort zu. Nur kurz noch zur Zwischenmeldung. Über 2000 Leute haben sich hier angemeldet innerhalb von 8 Stunden. Und das zeigt, wie viel Hoffnung mit diesem Green Deal auch verbunden ist und dass sich Leute das nicht einfach wegnehmen lassen. Und die Frage an dich, die ja noch kam, war, was können wir jetzt ab heute Abend tun? Und ich denke, das passt doch auf dich. Micha, dein Schlusswort. Ja, also erstmal vielen Dank an alle, die zugeschaut haben, die noch zuschauen. Vielen Dank an euch, an Helena, an Sarah, aber auch an Stefan und an Maja und an Sven, dass du das jetzt auch möglich gemacht hast, weil ich habe morgen diesen Trilog und es wird wahrscheinlich eben nichts bei rauskommen, Sinnvolles, oder beziehungsweise wir werden einfach wieder abschichten in der Klimaambition. Aber ich glaube, was ich jetzt wenigstens von heute Abend mitnehme, ist, wir sind einfach in einer Situation, wo wir uns an eine neue Realität anpassen. Die neue Realität der Klimakrise, die gibt es, und so langsam shiftet das auch. Also das shiftet innerhalb von
dem Wirtschaftsunternehmen, wie sie ihr Risiko bewerten. Das systemisch, das verändert sich, aber wie das eben so ist, sieht man ja auch bei der Erderwärmung, das geht irgendwie in eine Richtung, aber es geht manchmal hoch und mal runter. Und ich glaube, wir hatten einfach mit der Klimawahl, mit den Fridays for Futures eine unglaublich tolle Mobilisierung, und die dazu geführt hat, dass wir so langsam wirklich mal realisieren, was diese Klimakrise wirklich ist. Und jetzt gerade eben ist es so ein bisschen, geht es wieder nach unten, und die regressiven Kräfte setzen sich durch bei der Landwirtschaft, bei der Taxonomie, bei der Klimakrise. Das liegt an den politischen Verhältnissen, weil selbst obwohl es eine Klimawahl war, ist es aber immer noch so, dass sozusagen diejenigen, die wirklich für Klimaschutz einstehen, das sind halt ja ein bisschen mehr als 10% innerhalb dieses Europaparlaments. Und deswegen muss man die politischen Verhältnisse ändern. Und ich glaube, dazu haben wir alle Fähigkeiten und alle Instrumente, von sozusagen dem, was Fridays for Future sowieso die ganze Zeit macht, einfach die Wahrheit sagen, was auch Sarah Schumann macht, Journalismus, der irgendwie sozusagen da mal die Wahrheit sagt, sagen, wie es ist, und was sozusagen, und dann daraus zu nehmen, dass sich eine Veränderung ergeben muss. Wir müssen also die nächste Wahl zur Klimawahl machen, und das bedeutet nicht nur für die Grünen, sondern alle müssen Klimaschutz betreiben. Und das ist, glaube ich, das nächste Wichtige: dieses, jetzt kommt in Europa, jetzt kommen die ganz konkreten Dinge. Jetzt kommt der CO2-Preis, wo wir sagen können, wir brauchen einen CO2-Preis bis zum Jahr 2030, der muss weit über 100 Euro sein. Und das können wir hinbekommen. Das können wir sogar hinbekommen, dass der dieses in den nächsten Jahren schon über 100 Euro geht. Wir brauchen das Ende des Verbrennungsmotors bis zum Jahr 2030. Und auch das können wir hinbekommen in Europa. Und das alles wird jetzt auch wieder in Europa entschieden. Und dazu brauchen wir viel Mobilisierung. Und deswegen kämpfen wir für den Green Deal, und der muss auch natürlich sozial und inklusiv sein. Das heißt, jetzt beginnt es, da einfach wieder sozusagen den Schwung zu holen. Sven und ich, wir machen eine Petition, Save the Green Deal, die launchen wir morgen, sozusagen einfach auch mit den Ideen von heute Abend und mit dem Schwung von heute Abend, und versuchen, auch wenn das jetzt sozusagen mal ein bisschen zurückgeht, jetzt, dann geht's, muss es wieder nach vorne gehen und einfach jetzt wieder in den Schwung zu kommen und uns diesen Green Deal als systemische Transformation Europas hin zu einem ökologischen und zu einem gerechten, das lassen wir uns nicht nehmen, das nehmen wir uns jetzt zurück, und das, ja, dafür müssen wir jetzt kämpfen, und das können wir tun. Also hoffe ich auf eure Unterstützung, auch in der Zukunft, bei der Petition, aber dann auch bei diesen ganzen wichtigen Dingen, die kommen. Sozusagen, wir müssen jetzt einfach die politische Realität an die atmosphärische und physische Realität anpassen. Und das ist ein Prozess, der dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ich glaube, der ist voll im Gang, und wir müssen ihn jetzt ein bisschen beschleunigen, so dass die Kipppunkte in der Gesellschaft, und die sind da, früher kommen als die Kipppunkte im Klima. Ich glaube, das ist sozusagen das Ziel, und das können wir immer noch schaffen. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend euch. Alles Gute und Spirits up, warming down. Ciao, ciao.